Liebe Genossinnen und Genossen, 2019 kann das Jahr einer gesellschaftlichen Wende werden. Die Ära Merkel neigt sich dem Ende zu. Zwar ist mit der Wahl von Kramp-Karrenbauer die Fortsetzung der Großen Koalition vorerst nicht gefährdet. Das ist jedoch keine gute Nachricht aus Sicht der Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land. Denn diese Regierung hat weder den Willen noch die Kraft, die drängendsten und wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Wir können es uns nicht leisten, darüber nur mit Kopfschütteln oder gar mit einem resignierten Schulterzucken zu reagieren. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Die Zukunft Europas, die Frage, ob wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können, ob die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet oder ob es gelingt, den gesellschaftlichen Reichtum und die Arbeit gerecht zu verteilen. Ob in Europa das Sterben von tausenden Menschen an den Außengrenzen weiter in Kauf genommen wird und den Rechten bei den Wahlen in Europa und bei den Landtagswahlen der Durchmarsch gelingt. Oder ob wir Veränderungen auf den Weg bringen, die den Alltag der Mehrheit verbessern, statt dass die Köpfe der Menschen durch Hetze vergiftet werden. Alle diese Fragen werden uns durch das kommende Jahr begleiten. Dieser Tage macht Donald Trump Schlagzeilen, weil er ganze Bereiche des Staates nicht mehr finanziert. Was wie ein idiotischer Streit um eine idiotische Mauer aussieht, ist jedoch Kernstück rechter und neoliberaler Politik. Die demokratischen und sozialstaatlichen Elemente des Staates werden schrittweise ausgehöhlt und zerstört. Am Ende soll übrig bleiben, was für Profite, Herrschaftssicherung und Militär notwendig ist. Tendenzen in diese Richtung eines autoritären Kapitalismus unter Führung rechter Multimillionäre sehen wir in vielen Ländern. 2019 ist auch Brasilien dazu gekommen. Und leider haben auch in der Chefetage mancher deutscher Konzerne die Sektkorken geknallt. Wir stehen am Anfang eines neuen Kalten Krieges, der schnell zu einem heißen Krieg eskalieren kann. Seit Jahrzehnten war die Gefahr eines Atomkriegs nicht mehr so groß wie heute. Die EU reagiert mit Aufrüstung und dem Aufbau einer Interventionsarmee. Würde Deutschland tatsächlich 2% des Bruttosozialproduktes für Militär ausgeben, würde Deutschland mehr für Militär ausgeben als die Atommacht Russland. Diese Politik ist verantwortungslos, liebe Genossinnen und Genossen. Statt einer europäischen Armee brauchen wir Abrüstung, ein Verbot von Waffenexporten und europäische Entspannungspolitik. Und wir brauchen eine gerechte Weltwirtschaft. Frieden lässt sich nur erreichen, wenn wir den Kapitalismus weltweit mit seiner Freihandelspolitik, mit dem Raub von Land, Ressourcen und Energie an die Kette legen. Die Ära Merkel steht für das Gegenteil. Sie hat alles auf Exportweltmeisterschaft gesetzt. Die Kehrseite ist die soziale Spaltung in diesem Land. Während die Profite der DAX-Konzerne gewachsen sind und das 1% der Multimillionäre immer reicher geworden ist, ist der Aufschwung an der Hälfte der Bevölkerung vorbeigegangen. Das deutsche Exportmodell ist Krisenfaktor Nummer 1 in Europa. Wirtschaftlich bietet es selbst für die Beschäftigten der Exportindustrie keine sichere Zukunft mehr. Ökologisch ist es nicht tragfähig. Sinnvoller wäre doch, statt Aufrüstung und Dieselsubventionen braucht es mehr Geld für Investitionen in bezahlbare Wohnungen, in Bildung und Pflege. Erst diese Woche kam die Meldung, dass bundesweit 100.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas fehlen. Das ist die Folge der Verwüstung des Öffentlichen durch diese Regierung. Europa steht vor einer Richtungsentscheidung. Die Alternative lautet Politik im Interesse der Mehrheit und zur Rettung des Klimas oder immer mehr Profit für wenige. Menschenwürde und Solidarität oder Gesellschaften, die immer mehr in eine autoritäre Richtung driften. Die Hoffnung für ein anderes, soziales und demokratisches Europa kommt von links. Wir dürfen und wir werden dieses Land und Europa weder den Rechten noch den Kräften eines Neoliberalen weiter so überlassen.
In diesem Jahr liegt der Fall der Mauer 30 Jahre zurück. Wenn wir aber auf die Löhne, die Renten, die Erwerbslosigkeit und die Infrastruktur schauen, wird deutlich, zwischen Ost und West existiert nach wie vor eine Mauer. Sie ist gebaut aus Ignoranz. Ignoranz, mit der die Regierung seit 1990 und Angela Merkel in den Jahren ihrer Kanzlerschaft die Augen und Ohren vor den Sorgen und Wünschen der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern verschlossen hat. Sie ist gebaut aus unsozialer Politik, die es immer noch nicht geschafft hat, die Löhne und die Wirtschaftsentwicklung anzugleichen. Andere Spaltungen laufen quer zu Ost und West. Wenn ganze Regionen zu Niedriglohnzonen werden und die Infrastruktur kaputt gespart wird, wenn in vielen Kommunen schon das Personal fehlt, um Investitionsmittel des Bundes abzurufen und sinnvoll zu nutzen. 25 Milliarden Euro sind nicht abgerufen worden, weil das Personal in den Planungsämtern, in den öffentlichen Kommunen und Ländern fehlt. Zukunftsperspektiven in postindustriellen Räumen zu eröffnen, ist eine Schlüsselfrage für die Zukunft der Demokratie und Schwerpunkt für linke Politik. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse und Zukunftsperspektiven in strukturschwachen Regionen und im ländlichen Raum. Und das ist möglich, wenn wir in Pflege und Bildung, in ökologische Mobilität, Biolandwirtschaft und in eine sozial- und ökologisch innovative Industrie investieren. Eine neue Zeit hat längst begonnen. Die alten Rezepte der Großen Koalition und der Neoliberalen funktionieren nicht mehr. Wer bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Mehrheit der Menschen hierzulande und eine Zukunft für ein gemeinsames Europa will, der muss Alternativen zu diesem Wirtschaftsmodell stark machen. Öffentlich investieren statt sparen und privatisieren. Dieses Prinzip leitet auch unsere Europapolitik. Wenn die Erwerbslosigkeit eine bestimmte Quote überschritten hat, sollen die Mitgliedsländer verpflichtet werden, mit Investitionen gegenzusteuern. Statt zu unsozialer Kürzungspolitik sollen die Mitgliedstaaten gezwungen werden, bezahlbaren Wohnraum entsprechend dem gesellschaftlichen Bedarf zu fördern. Öffentliche Aufträge dürfen nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Regional und nachhaltig geht vor billig. Das ist die Devise. Die Linke steht für einen grundlegenden Richtungswechsel in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Wir wollen das Diktat der Wettbewerbsfähigkeit überwinden und Europa mit den Menschen zusammen demokratisch neu begründen. Im Interesse der Mehrheit in Europa statt im Interesse der Konzerne. Nur dann hat die EU eine Perspektive. Die früheren Volksparteien Union und SPD sind auch deshalb in der Krise, weil sie keine Antworten auf die Zukunftsfragen haben. Sie bieten keine wirklichen Alternativen, zwischen denen die Menschen sich entscheiden können. Als Folge davon haben sich die Schreihälse der AfD ausbreiten können. Liebe Genossinnen und Genossen, in den nächsten Jahren geht es darum, wer die Ideen, die Kraft und den Mut hat, um die Zukunftsfragen dieser Gesellschaft anzugehen. Wir stärken die Linke, wenn wir die drängenden Alltagssorgen der unteren Hälfte der Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken und mit unseren Antworten auch Antworten auf die gesellschaftlichen Zukunftsfragen geben. Denn die Zukunft der Arbeit und der Mobilität, die Zukunft des Klimas und die Zukunft Europas werden in den nächsten Jahren über die Lebensqualität aller Menschen in diesem Land entscheiden. Die alleinerziehende Verkäuferin, die Familie des hart arbeitenden Paketzustellers und der Altenpflegerin, die Rentnerin im Ruhrgebiet und der Rentner in Leipzig, sie leiden darunter, dass sie mit dem Lohn oder der Rente kaum über den Monat kommen. Das haben sie mit über einem Drittel der Menschen in diesem Land gemeinsam. Sie haben keine Zeit zu warten, dass die Regierung endlich handelt, und sie wollen auch kein leeres Geschwätz von der Zukunft der Arbeit hören. Denn ihre Erfahrungen in der Arbeitswelt sind Niedriglöhne, prekäre Jobs ohne soziale Absicherung und Dauerstress. Millionen Menschen erfahren das täglich. Eine gerechte Gestaltung der Arbeitswelt ist daher das Herz jeder linken Alternative. Wir kämpfen dafür, dass alle Menschen ohne existenzielle Sorgen und Dauerstress über den Monat kommen.
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Arbeit ausgeht. Unter den heutigen Rahmenbedingungen wird die Digitalisierung jedoch dazu führen, dass Niedriglöhne, prekäre Arbeit und Dauerstress zunehmen. Die linke Aufgabe ist, die Zukunft der Arbeitswelt sozial gerecht für alle zu gestalten. Das bedeutet soziale Absicherung, gerade auch für die Arbeiter und Angestellten, deren Berufe von der Digitalisierung bedroht sind. Das bedeutet aber auch, neue Horizonte zu eröffnen, ein anderes Verhältnis von Arbeit und Leben. Die anderen Parteien reden von Flexibilisierung und Balance. Das sind genau diese leeren Formeln, hinter denen sich das weiter so verbirgt. Die linke Herausforderung, die linke Antwort auf die Herausforderung der Digitalisierung lautet: Löhne, die für ein gutes Leben reichen, und Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Auch der konservative Seeheimer Kreis fordert jetzt wie die Linke einen Mindestlohn von 12 Euro. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir lassen nicht locker, bevor der Schritt vom Papier in die Wirklichkeit gelingt. Ich glaube, wir müssen sogar in diesem Jahr die Forderung nach 13 Euro auf die Agenda setzen. Nicht, weil es darum geht, die SPD zu überflügeln, sondern weil der Mindestlohn so berechnet sein muss, dass er später auch für eine armutsfeste Rente reicht. 12,63 Euro, sagt die Bundesregierung, sind nötig, um bei der Rente über die Grundsicherung von 790 Euro zu kommen. Damit hast du aber keine armutsfeste Rente und keine lebensstandardsichernde. Damit Löhne für ein gutes Leben reichen, müssen flächendeckende Tarifverträge wieder Normalität werden. Dann können wir auch etwas daran ändern, dass Frauen immer noch im Durchschnitt ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit ist unser Ziel. Flächendeckende Tarifverträge und die Aufwertung der Arbeit in der Pflege, Bildung und sozialen Bereichen sind wichtige Schritte auf dem Weg dahin. Für viele lassen sich Arbeit und Leben nur schwer unter einen Hut bringen. Dauerstress und Zukunftssorgen zermürben und machen auf die Dauer krank. Aber auch die Arbeitswelt, aber auch in der Arbeitswelt ist eine neue Zeit längst angebrochen. Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich ist längst eine real existierende Bewegung bei den Beschäftigten. Schon wird getitelt: Zeit ist die neue Währung. Aber es ist für viele Menschen auch ein Dilemma. Ausreichender Lohn oder Zeit für Erholung? Es gibt einen Ausweg. In zwei Kliniken in Frankfurt wurde ab 1. Januar die 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte eingeführt, bei vollem Lohnausgleich. Wir kämpfen dafür, dass dieses Beispiel Schule macht. Nicht nur in der Pflege, sondern in allen sozialen und körperlich belastenden Berufen und dann auch gesamtgesellschaftlich. Die Arbeit der Menschen ist heute so produktiv, die Gesellschaft so reich, dass ein neues Verhältnis von Arbeit und Leben längst möglich ist. Die Arbeit kann eher um das Leben kreisen, statt dass sich das ganze Leben um die Arbeit drehen muss. Lasst uns die kurze Vollzeit, 30 Stunden mit Lohnausgleich für alle verwirklichen, verbunden mit Wahlarbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden, die Menschen je nach Bedürfnissen und Lebensphase selbstbestimmter gestalten können. Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden die Linke stärken, wenn wir deutlich machen, dass wir die Partei sind, die die soziale Gerechtigkeitsfrage und die Klimagerechtigkeit zusammenbringt. Zeitwohlstand und soziale Absicherung sind eine attraktive Basis für ein ökologisches Wohlstandsmodell der Zukunft. Wir überlassen den Klimaschutz nicht den Grünen. Wir machen Druck dafür, dass die dreckigsten 20 Kohlemeiler bis 2020 vom Netz gehen. Den Kohleausstieg verbinden wir aber mit einer Einkommens- und Beschäftigungsgarantie für die Beschäftigten, und wir wollen Investitionen in eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung. Wir wollen die Mobilität der Zukunft gestalten. Das geht nur mit dem Willen zu grundlegender Veränderung. Dazu gehört eine soziale und ökologische Mobilitätswende. In 10 Jahren kann der öffentliche Personennahverkehr gebührenfrei und gut ausgebaut sein.
Investieren wir in Lebensqualität und Klimaschutz statt in blindes Wachstum. Wenn wir die Haushaltsüberschüsse sinnvoll nutzen und endlich die Multimillionäre und Konzerne zur Kasse bitten, schaffen wir den Einstieg in eine sozial gerechte und ökologisch zukunftsfähige Wirtschaft. Steigende Mieten, Wohnungsnot und Verdrängung sind für Millionen Menschen die drängenden sozialen Fragen im Jahr 2019. Unsere bundesweite Kampagne Bezahlbare Miete statt hoher Rendite trifft da genau den Punkt. Ich freue mich, dass unsere Forderung nach Enteignung der großen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen gerade Rückenwind bekommt. Berlin unterstützt eine deutliche Mehrheit die Enteignung privater Immobilienkonzerne. Das ist doch eine gute Botschaft ins Jahr 2019. Diese treiben die Mietpreise, brechen jeden Tag Mietrecht und machen ihre Aktionäre auf Kosten der Menschen reich. Ich freue mich, dass die Linke Berlin die Forderung nach Enteignung in die Regierung einbringt. Schon jetzt werden erfolgreich Wohnungen in der Karl-Marx-Allee in öffentliches Eigentum überführt, statt sie der organisierten Kriminalität der Immobilienkonzerne zu überlassen. Bundesweit sind wir an der Seite der Mieterinnenbewegung. Bezahlbares Wohnen ist ein Grundrecht für alle Menschen. Wir kämpfen daher für einen sofortigen Stopp aller Mieterhöhungen. Und wir sind die einzige Partei, die ein Sofortprogramm hat, das dafür sorgen wird, dass die Mieten spürbar sinken. Bis dahin ist es noch ein Stück des Weges zu gehen. Mit unserer Kampagne wollen wir mit dazu beitragen, dass eine bundesweite Mieterinitiative Bewegung in die Wohnungspolitik bringt. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Wahlen zum Europaparlament und für die Parlamente in Bremen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wie auch 10 Kommunalwahlen, gehen alle an. Nicht nur die Menschen, die dort leben und wählen können. Wir werden diese Wahlkämpfe gemeinsam als das führen, was sie sind, als gesellschaftliche Richtungsauseinandersetzungen. Ein Rechtsruck würde dieses Land verändern. Wir können das verhindern. Dafür wollen wir uns mit den engagierten Menschen im Land, der progressiven Zivilgesellschaft, mit Gewerkschaften und antifaschistischen Initiativen verbünden. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, gesellschaftliche Mehrheiten für bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse und eine sozial-ökologische Alternative zu gewinnen. Lasst uns einen gesellschaftlichen und organisierten Wahlkampf führen mit klarem linken Profil. Wir, die Linke, sind der Bündnispartner für alle, die dieses Land gerechter machen und das Klima retten wollen. In diesem Sinne haben Katja und ich diese Woche einen Vorschlag für einen sozialen Aufbruch und eine mutige Klimapolitik veröffentlicht. Der Kern ist der Überzeugung geschuldet, dass gerechte Verteilung des Reichtums, die Zukunft der Arbeit, die Demokratie und der Klimaschutz zusammengehören und zusammen gedacht werden müssen. Denn demokratische Entscheidungen über Zukunftsinvestitionen sind längst zu einer gesellschaftlichen Schlüsselfrage geworden. Ohne diese lassen sich weder die Alltagssorgen der Menschen lösen, noch die Demokratie in Europa und das Klima unseres Planeten retten. Statt alle gesellschaftlichen Bereiche dem Profit und der Wettbewerbsfähigkeit zu unterwerfen, braucht es einen grundlegenden Richtungswechsel, der Arbeit, Wohnen, Pflege und Gesundheitsversorgung, Bildung und Mobilität im Interesse der Menschen gestaltet. 2019 ist es Zeit, Partei zu ergreifen. Nur ein solcher Richtungswechsel kann die Gefahr von rechts bannen und die Entwicklung zu einem autoritären Kapitalismus à la Trump verhindern. Es geht nicht um weniger als das. Die Linke ist bereit, Rosa Luxemburg, an deren Ermordung wir in diesem Jahr zum 100. Mal gedenken, hat von sich gesagt, ich lebe am fröhlichsten im Sturm. Lasst uns mit der gleichen fröhlichen Entschlossenheit in dieses Jahr ziehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Interessierte oder Neugierige am Livestream, liebe Genossinnen und Genossen, ich will unser heutiges Treffen nutzen, um eine grundlegende Überlegung hier zur Debatte zu stellen. Ich meine, wir müssen schleunigst damit anfangen, einen wirklichen Politik- und Regierungswechsel im Bund in Angriff zu nehmen. Nicht als rhetorische Geste, nicht verstohlen, sondern ernsthaft auszustrahlen. Wir wollen an die Macht, aber nicht als Selbstzweck, sondern um etwas grundlegend zu ändern in diesem Land. Und wenn ich das so deutlich anspreche, laufe ich natürlich Gefahr, dass das verkürzt wiedergegeben wird unter der Überschrift Kipping für Rot-Rot-Grün. Solche Schlagzeilen rufen in unserer Partei erfahrungsgemäß bekannte Reaktionen hervor. Die einen meinen, sie wären ja sehr wohl fürs Regieren, aber die Umfragen wären doch gerade nicht danach. In der Tat, Mathematik ist unbestechlich. Zusammen kommen SPD, Linke, Grüne und wir noch nicht über 50%. Ich meine, noch nicht. Andere führen dann kenntnisreich aus, dass doch wir Erfahrungen aus ganz Europa haben, wo Regierungsbeteiligung am Ende immer zulasten der sozialistischen Parteien ging. Ja, das stimmt. Es gibt eine Geschichte des Scheiterns, die müssen wir studieren, und zwar dahin, was wir anders machen können. Andere verweisen dann gerne auf den Zustand von SPD und Grünen, die immer wieder davor zurückschrecken, sich mit den Konzernen anzulegen. Auch diese Kritik teile ich voll Leidenschaft. Allein wenn ich an die aktuelle Polemik von Andrea Nahles gegen das angebliche Recht auf bezahltes Nichtstun denke, juckt es mir in den Fingern sofort, eine Gegenargumentation zu verfassen und daran zu erinnern, dass genau diese diskursiven Figuren, dieses Gegenüberstellen von dem hart arbeitenden Steuerzahler auf der einen Seite und den faulen Sozialleistungskassierenden auf der anderen Seite immer den Neoliberalismus stark gemacht hat. Und irgendwann kommt in diesen Debatten auch gerne das kluge Zitat, sie meinten, sie seien an der Macht, dabei waren sie doch nur an der Regierung. Das stimmt, aber die Umkehrung ist eben auch nicht richtig. Denn einfach der Regierung fern zu bleiben, bedeutet nicht, dass man automatisch mehr Macht hat. Bevor ihr nun meinem Vorschlag zu schnell zustimmt oder zu schnell entrüstet widersprecht, bitte ich euch, dass wir heute mal was versuchen, und zwar, dass wir versuchen, unsere üblichen Rollen und Reaktionsweisen zu verlassen. Wir stimmen heute hier nichts ab. Wir müssen nicht auf den schnellen Abstimmungserfolg und auf den schnellen Beifall hier unter uns argumentieren. Wir können uns also den Luxus leisten, mal zu versuchen, einen grundlegenden Kurswechsel zu denken und dabei zu überlegen, welche Pfade wir dabei einschlagen müssen. Wege, die erst beim Gehen entstehen. Und wenn ich das anspreche, dann geht es mir wirklich nicht um kleinteilige Reform. Es geht mir auch wahrlich nicht um Anpassung. Es geht vielmehr darum, dass wir das Ruder rumreißen und etwas gegen die Konzentration von Macht, Geld und Wissen in den Händen einiger weniger tun. Der Einfluss der oberen 10.000 ist unermesslich groß. Wer hat, dem wird gegeben. Das Machtpotenzial der westlichen Welt führt zu Kriegen oder wird für Kriege eingesetzt, die wiederum zu Flucht und Vertreibung führen. Große Internetkonzerne beherrschen den Cyberspace jenseits von demokratischen Kontrollen. Und deswegen brauchen wir eine andere Regierung, die diese Machtkonzentration beherzt angreift. Es geht mir um ein Regierungsprojekt, das ernsthaft die Aussicht auf Verbesserung eröffnet. Und es geht darum, immer wieder zu erkunden, wo sind Ansatzpunkte, wo wir die Kräfteverhältnisse nachhaltig verschieben können. Das heißt zum Beispiel in der Wissenschaftspolitik zu schauen, wo können wir Gesellschaftskritik nachhaltig befördern. Sicherlich, solch ein grundlegender Regierungswechsel ist schon schwer zu denken, ganz zu schweigen von seiner Umsetzung. Warum bringe ich ihn jetzt trotzdem mit solchem Nachdruck ins Gespräch? Für mich sind zwei Gründe ausschlaggebend. Erstens, der Rechtsruck speist seine Stärke aus der Ohnmachtserfahrung und der sozialen Verunsicherung der vielen. Und dieser Ohnmachtserfahrung müssen wir die Aussicht auf wirkliche Veränderungen entgegensetzen. Zweitens, der Kapitalismus ist an einem destruktiven Punkt angekommen, an dem sich ein Weiter-so verbietet. Und um die Weichen für einen Kurswechsel zu stellen, müssen wir ran an die Knotenpunkte der Macht. Und ich sage das in dem Wissen, dass diese Orte der Macht nur zu gut dazu neigen, diejenigen zu verändern, die einst aufbrachen, um sie zu verändern. Deshalb gilt es natürlich auch zu erkunden, mit welchen Instrumenten wir uns gegen Anpassung immunisieren. Wie wir verhindern, dass wir uns am Ende mit dem überidentifizieren, was wir an Zugeständnissen machen müssen. Wie wir verhindern, dass wir im Alltagsstress der Verwaltung die kritische Reflexion vergessen. In unzähligen Debatten, sei es vom Jobcenter, in Theatersälen oder im Netz, habe ich immer wieder folgende Beobachtung gemacht.
Viele glauben uns, dass wir wirklich, wirklich Hartz IV überwinden wollen. Aber viele bezweifeln, dass wir das können. Die SPD hat ein anderes Glaubwürdigkeitsproblem. Ihr glaubt kaum noch jemand, dass sie Hartz IV überwinden will. Das ist ein Unterschied. Nun könnten wir uns freuen und sagen, Mensch, wir stehen ja als die ehrenwerteren Politikerinnen da. Uns glaubt man, dass wir das wirklich, wirklich wollen. Das ist toll fürs Ego. Im Ergebnis aber führen beide Glaubwürdigkeitsprobleme dazu, dass bei den Entrechteten die Ohnmachtserfahrung zunimmt. Und diese Hoffnungslosigkeit kann schnell umschlagen in Verzweiflung, in Wut, die sich dann gegen Sündenböcke entlädt. Nicht nur bei den Europawahlen drohen die Rechten zu erstarken. Und wir wissen, die Rechten wissen die Macht zu nutzen, wenn sie sie einmal haben. Das ist nicht nur in der Geschichte gut zu studieren, es ist auch aktuell in Österreich gut zu beobachten. Dort schleift Schwarz-Blau soziale Standards und es wächst der Einfluss von organisierten Rechten in der Polizei und im Staatsapparat. Vor diesem Rechtsruck dürfen wir nicht kapitulieren, denen müssen wir die Stirn bieten. Dieses Stirnbieten erfordert gesellschaftliche Mobilisierung wie bei Unteilbar, wie bei der Seebrücke. Es erfordert Zivilcourage im Alltag, wie sie das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus befördert. Doch darüber hinaus braucht es eine glaubwürdige soziale Alternative zum Weiter-so, die am Ende auch in ganz konkreten Gesetzesänderungen mündet. Wir ahnen ja, wie groß die Widerstände sind, wenn wir wirklich grundlegend die Verhältnisse neu ordnen wollen. Und diejenigen unter uns, die schon praktische Erfahrung in Verwaltung haben, die wissen, wie heftig die Gegenwehr schon bei kleinen Veränderungen sein kann. Wir haben also einiges vor und zum Glück müssen wir nicht bei Null anfangen, sondern wir können an einigem anknüpfen, was wir in der Vergangenheit angeschoben und geleistet haben. Wer Großes bewirken will, darf nicht vor Selbstveränderung zurückschrecken. Marx fasst das in seinen Feuerbach-Thesen wie schön so schön zusammen. Selbstveränderung und die Veränderung der Verhältnisse, das muss zusammenfallen. Eine erstarrte Partei kann den Herausforderungen nicht gerecht werden. Auf dem Leipziger Parteitag haben wir deswegen in großer Einmütigkeit beschlossen, dass wir uns stärker noch als Partei in Bewegung aufstellen. Partei in Bewegung, das meint erstens die enge Verbindung zu denen, die bereits in Bewegung sind. Wir arbeiten eng mit den verschiedenen Bündnissen zusammen. Wir haben uns mit der Kontaktstellung, mit dem Bewegungsratschlag einen Ort des kontinuierlichen Austauschs geschaffen. Zweitens besagt Partei in Bewegung, unser Anspruch ist wirklich ernsthaft, was in dieser Gesellschaft in Bewegung zu setzen. Und drittens meint es, dass wir uns selber ständig weiterentwickeln müssen und für neue Mitstreiterinnen öffnen. Und das Argument, das haben wir ja schon immer so gemacht, sollte in Zukunft immer mit folgender Frage konfrontiert werden. Warum haben wir das eigentlich schon immer so gemacht? Wir haben gute inhaltliche Konzepte zu bieten. Unser Steuerkonzept ist durchgerechnet, garantiert Schutz vor Armut und stellt die Mitte besser. Unser Rentenkonzept auch. Wir haben tolle Antworten für gegen den Pflegenotstand und gegen Mietenexplosion. Für die Energiewende, für die Verkehrswende bieten wir konkrete Vorschläge. Liebe Leute, wir waren wegweisend bei der Forderung nach Sanktionsfreiheit. Am Anfang waren wir die Einzigen, die das gefordert haben. Das erschrak auch einige bei uns. Dürfen wir denn was fordern, was sonst niemand fordert? Inzwischen haben sich Sozialverbände, Menschen aus Gewerkschaften, die Grünen dieser Forderung angeschlossen. Und auch in der SPD wächst die Kritik an den Hartz-IV-Sanktionen. Auf diesen Fortschritt können wir stolz sein. Das ist auch der Erfolg unserer Beharrlichkeit und der Beharrlichkeit von Anti-Hartz-IV-Aktivisten. Einige von uns haben ganz praktische Erfahrungen in der Verwaltung, in Kommunen und Ländern gemacht. Liebe Linke, die ihr in Rathäusern und in Ministerien, in Ämtern arbeitet, eure Erfahrung ist wertvoll. Wir müssen die noch viel stärker für uns aufarbeiten, um zu würdigen, was gelang und zu studieren, was nicht gelang, was man daran anders machen muss. Inzwischen haben wir auch Erfahrungen mit dem Ansatz Regieren in Bewegung. Ich will nur das aktuelle Beispiel nennen, Karl-Marx-Allee. Wie großartig, dass die Berliner Linke dort auf ganz praktische Art und Weise die Eigentumsfrage stellt. Es ist toll, was ihr da macht, liebe Berliner Linke. Und das zusammen mit der Mieterbewegung. Im vergangenen Jahr war ich in Europa unterwegs, habe ich mit der Spitze von Podemos getroffen, mit der Labour-Partei Jeremy Corbyn, auch um aus den Erfahrungen zu lernen, wie die das in diesen Ländern angehen. Und habe auf dem Labour-Parteitag mir angeschaut, mit was für einer Ernsthaftigkeit auch alternative Wirtschaftskonzepte in Verbindung mit ökologischem Umbau bei Labour entwickelt werden, um einen Regierungswechsel vorzubereiten. Davon können wir lernen. Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit intellektuellen und kritischen Köpfen. Gestern hat Caroline Ehmke auf unserem Neujahrsempfang gesprochen, das war wirklich ein Höhepunkt. Wir stehen im Austausch mit Frieder Haug, mit Chantal Mouffe, mit Didier Eribon. Ja, die Erkenntnisse kritischen Denkens sind unverzichtbar, wenn wir gemeinsam die Gesellschaft verändern wollen.
Und nicht nur, weil wir morgen Kränze an ihrem Grab niederlegen, will ich an der Stelle auf Luxemburg verweisen, die, und zwar auf die Art und Weise, wie Frieka Haug sie für viele Frauen zugänglich gemacht hat. Die Kunst der Politik besteht auch in einer Gratwanderung, wo es zwei Dinge zu vermeiden gibt. Folgenloses Theoretisieren und planlose blinde Praxis. Erst im Zusammenspiel von Praxis und Theorie kann sozialistisches Eingreifen gelingen. Viele von uns nennen das eingreifendes Denken. Kurzum, wir haben einiges, an dem wir anknüpfen können. Das ist gut, denn die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind enorm. Was steht nun konkret an? Auszustrahlen, dass wir wirklich gewinnen wollen. Begeisterung zu entfachen für das, was möglich wäre. Naja, davon sind wir noch weit entfernt. Aber genau deshalb gilt es zunächst, Neugierde zu wecken, wie eine grundlegende Alternative aussehen könnte. Also lasst uns der gesellschaftlichen Fantasie Futter geben, welche Entwicklung im Guten denkbar wäre. Ich schlage vor, dass wir dabei sowohl an den alltäglichen Sorgen anknüpfen, wie die großen Zukunftsfragen in den Blick nehmen. Zu den Alltagssorgen gehört, dass viele Menschen das Problem haben, über den Monat zu kommen mit ihrem Einkommen. Das Monatsende bedeutet für sie, dass sie jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Unser Ziel ist, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, dass die Mitte besser gestellt ist. Unser Ziel ist, jene zu entlasten, die eben kein großes finanzielles Polster haben. Kriege und Klimawandel bedrohen schon heute das Leben und die Lebensgrundlage von Millionen und sie bedrohen ganz generell unsere Zukunft auf diesem Planeten. Zu den großen Zukunftsfragen gehören also Friedenspolitik und Klimagerechtigkeit. Die Zeit, in der wir den Klimakollaps noch eindämmen können, die läuft ab und deswegen können wir es uns beim Thema Klimaschutz nicht leisten, auf Zeit zu spielen. Zukunftsfähige und in unserem Papier zum Jahresauftakt haben Bernd und ich diesen Spannungsbogen von Alltagssorgen und Zukunftsfragen mit ganz konkreten Zielen untermauert. Dass alle ohne Sorge über den Monat kommen, dass wir alle auf dem Planeten eine Zukunft haben. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Zukunftsfähige Politik muss auch immer auf dem Stand der Produktivkraftentwicklung stattfinden. Die Digitalisierung verändert die Erwerbsarbeitswelt und unsere Art zu kommunizieren schon heute in ungeheurer Geschwindigkeit. In einer linken digitalen Agenda haben einige von uns Vorschläge unterbreitet, welche Weichen wir umstellen müssen, damit der technische Fortschritt nicht nur einigen wenigen Internetkonzernen zugutekommt, sondern allen. Um darüber weiter gemeinsam nachzudenken, planen wir einen Tag der Digitalisierung in 2019. Mutiger Klimaschutz, ein sozialer Aufbruch, der Einstieg in eine Friedenspolitik, all das erfordert eine starke Linke. Deshalb wollen wir wachsen. Aber selbst wenn wir enorme Fortschritte bei der Parteientwicklung vornehmen, werden wir das nicht alleine stemmen können. Und deswegen müssen wir potenzielle Bündnispartnerinnen einladen, mögliche gemeinsame Wege und Ziele zu erkunden. Das erfordert auch Vertrauen aufzubauen, ohne naiv zu sein, was das Trennende anbelangt. Einladend in der Haltung, aber wahrlich nicht bescheiden in den Zielen, die wir durchsetzen wollen. An die Adresse von SPD und Grünen sage ich heute und hier, wir drei Parteien, links der Union, wir stehen in der Pflicht, eine fortschrittliche Regierungsalternative zu ermöglichen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber der Geschichte, gegenüber den Alltagssorgen der Menschen heute und angesichts der großen Zukunftsfragen. Zudem stehen 2019 einige Wahlkämpfe an, zum Beispiel die Kommunalwahlen. Vor Ort stellen wir ganz praktische Fragen. Wird die Mobilität durch ein Sozialticket bezahlbarer? Fährt der Bus häufiger oder bleibt das Dorf weiter abgehängt? Kommt das kommunale Wohnungsunternehmen oder wird Wohnen zu einem Luxus? Die Linke macht hier vor Ort den Unterschied. Vor Ort beginnt unsere Verankerung und die wollen wir auch bei den Kommunalwahlen gemeinsam vertiefen. In Bremen wollen wir gestärkt in die Bürgerschaft einziehen. Dort haben wir als Linke auch in der Opposition konkrete Verbesserungen in der Bildung erkämpft. Ja, wir kämpfen für mehr Schulsozialarbeit, für sozialen Ausgleich in der Bildung, damit die Kinder besser unterstützt werden, denen das Elternhaus nicht so viel mit auf den Weg geben kann. Denn jedes Kind hat das Recht auf einen guten Start ins Leben. Im Osten fabuliert die AfD schon von einem Siegeszug. Gegen diese drohende Barbarisierung stehen wir. Wir sind jeweils die Kraft, die für Soziales und Solidarisches steht, die sich dafür einsetzt, dass der Osten nicht auf der Strecke bleibt. In Brandenburg wollen wir die bestehende Regierungsbeteiligung verteidigen. Und nicht nur in Brandenburg sagen wir der Kinderarmut den Kampf an, den dringlichen Kohleausstieg, den wollen wir sozial gestalten, und zwar mit Beschäftigungsgarantien
und indem wir den Bund verpflichten, mehr Geld für den Strukturwandel in die Hand zu nehmen. Ja, der Kohleausstieg kostet auch Kohle. In Sachsen wollen wir dafür sorgen, dass der Wahlkampf zu einem Dreikampf wird. Zwischen den rechten Hetzern, der Staatspartei CDU, die verantwortlich ist unter anderem für den Personalmangel in der Schule, und schließlich der Kraft, die für soziales und die für ein soziales und solidarisches Sachsen steht, das sind wir, die Linke. In Thüringen geht es um die Wurst. Alle fortschrittlichen Kräfte sind dort gefragt, die Mitte-Links-Regierung um Bodo Ramelow zu verteidigen. Das ist klar. Beim Thema Wurst werden die Fleischesser wach. In Thüringen auf jeden Fall kommt es darauf an, dass alle fortschrittlichen Kräfte die Mitte-Links-Regierung um Bodo Ramelow verteidigen. Und zu Recht gilt Bodo weit über die Grenzen Thürings hinaus als die Stimme des Ostens. Wir sind Hoffnungsträgerin für ein anderes Europa. Die zukunftsfähige Kraft gegen die autoritäre Wende in Europa. Noch sehen uns nicht alle so, aber lasst uns dafür sorgen, dass sich das rumspricht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben einiges vor. Energieraubende, innere Blockaden können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir sind die Partei des Protestes und die Partei der Hoffnung. Das sollten wir ausstrahlen. Nur mit einer starken Linken sind soziale Mehrheiten links der Union überhaupt vorstellbar. Nur mit einer starken Linken gelingt mutiger Klimaschutz, der soziale Aufbruch, wagen wir also zu gewinnen. Wir sind als Linke nicht nur untereinander Genossinnen und Genossen, sondern auch Zeitgenossinnen. Wir leben, um mit Walter Benjamin zu sprechen, in der Jetztzeit. Der Jetztzeit mit all ihren Problemen, Sorgen, aber auch mit allen ihren befreienden und erlösenden Potenzialen. Nutzen wir diese. Dankeschön. Vielen Dank, Katja. Fragen wir zu gewinnen. Ich freue mich sehr, heute auch Frank Sirske und uns begrüßen zu dürfen. Bitte. Was nimmt man sich vor? Was steht eigentlich im kommenden Jahr an? Worauf wird zu achten sein? Aber auch, worin liegen Chancen, die es zu nutzen gilt? Das sind ja auch Fragen, die im Grunde in den Vorträgen jetzt von Bernd und von Katja aufgenommen worden sind. Und ich habe mich gefragt, als ich mir überlegt habe, was ich heute hier sagen kann und will, worin eigentlich der Nutzen meines Beitrages bestehen könnte, nachdem die Parteivorsitzenden hier vorgetragen haben. Nun vielleicht aus Sicht eines Gewerkschaftsvertreters, das bin ich noch zu hören, ne? Ja. Als Gewerkschaftsvertreters Akzente aus gewerkschaftlicher Sicht zu setzen und die für die Parteien anstehenden Aufgaben mit dem zu verknüpfen, was wir uns als Gewerkschaft vornehmen. Wir sind ja sozusagen im Zusammenspiel, im Zusammenwirken von Gewerkschaften und Parteien im Grunde in einem System kommunizierender Röhren, und das gilt für eine Partei wie die Linke, denke ich, natürlich nochmal in besonderem Maße, auch vom eigenen Selbstverständnis her, vermute ich. Deswegen bin ich eurer Einladung heute sehr gern gefolgt. Ihr habt es sicherlich auch selbst verfolgen können. Verdi ist ins Jahr gleich mit einer Reihe von Tarifkonflikten eingestiegen. Zunächst mit Arbeitsniederlegungen. Wer hört das nicht? Der Livestream sagt das, okay, gut. Also dann jetzt mit verstärktem Mikrofon. Wir sind ins Jahr ja als Gewerkschaft Verdi eingestiegen mit einer Reihe von Tarifkonflikten. Zunächst mit Arbeitsniederlegungen im Bereich des Geld- und Werttransportes. Hier haben wir mittlerweile für 11.000 Beschäftigte einen Abschluss.
über 2 Jahre Laufzeit mit einer Lohnerhöhung zwischen 7,5 und 17,1%. Das ist, glaube ich, erstmal ein ordentlicher Akzent zu Beginn des Jahres. Wir haben erste Arbeitsniederlegungen beim Sicherheitspersonal an Flughäfen erlebt. Da werden weitere Arbeitsniederlegungen jetzt am Montag folgen. Übrigens nach dem, was sich abzeichnet, nicht nur in Frankfurt, sondern auch noch an weiteren Flughäfen. Und das ist ein Einstieg in ein Tarifjahr, das aus meiner Sicht jedenfalls geprägt ist von einem anhaltenden, robusten Aufschwung, auch wenn das gegenwärtig hier und da anders interpretiert wird. Einem robusten Aufschwung allerdings mit verschärften Risiken in Gestalt des Brexits, in Gestalt der internationalen Handelskonflikte, die, wenn sie weiter eskalieren, natürlich auch Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung hier in diesem Land und in Europa mit sich bringen können. Aber noch ist mit einem Aufschwung und mit einem anhaltenden Aufschwung zu rechnen, der im Wesentlichen getragen ist von der Binnenkonjunktur und einer Binnenkonjunktur, die sich wiederum stützt auf eine positive Beschäftigungsentwicklung und auf eine positive Lohnentwicklung, sowohl auf der Tarifvertragsseite wie auch auf der Seite des gesetzlichen Mindestlohns. Das gilt es zu stabilisieren. Was steht an? Wir werden nächste Woche weitere Tarifverhandlungen im Bereich der Druckindustrie und Papierverarbeitung haben. Bei der Druckindustrie sind die Arbeitgeber, der Unternehmensverband, angetreten mit massivem Angriff auf zentrale Elemente des Tarifvertrages. Sie wollen die Wochenarbeitszeit verlängern, sie wollen die Zuschläge drastisch reduzieren und sie wollen die tariflichen Bestimmungen zur Maschinenbesetzung, ein historischer Erfolg der damaligen IG Druck und Papier, kippen. Und damit haben wir im Grunde auf dieser Seite mit einem gekündigten Manteltarifvertrag durch die Arbeitgeber, mit einem gekündigten Tarifvertrag auf der Lohnseite eine wirklich breite Auseinandersetzungsfront. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge da weiter entwickeln werden. Wir beginnen nächste Woche, übernächste Woche mit Tarifverhandlungen im Bereich der Länder. 2,2 Millionen Beschäftigte. Wir werden Anfang Februar mit Tarifverhandlungen im Bankenbereich beginnen. Und wir werden dann im Laufe des Frühjahrs Tarifverhandlungen für mehrere Millionen Beschäftigte im Bereich von Einzelhandel und Großhandel bekommen. Das sind Tarifverhandlungen für mehr als 5 Millionen Beschäftigte allein bei Verdi. Mehr als bei jeder anderen Gewerkschaft im Jahr 2019. Und zu den Tarifverhandlungsgegenständen gehört auch das, was in der Altenpflege läuft, wo wir, würde ich mal sagen, in den privaten Altenpflegeeinrichtungen einen Tarifbindungsgrad unter 5% haben, was die Beschäftigten angeht. Und es ja nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen, Einzelhandel, Großhandel, mit einer Erosion der Tarifbindung zu tun haben. Im Einzelhandel sind etwa noch 30% der Beschäftigten tarifgebunden. Und zwischen denen, die zu Tarif arbeiten und denen, die keine Tarifbindung haben, liegt ein Lohnunterschied zwischen 20% und 30% zulasten der nicht tarifgebundenen Beschäftigten. Und im Großhandel liegt die Tarifbindung noch niedriger, bei 20%. Insofern geht es immer zugleich bei diesen Auseinandersetzungen auch um die Stärkung der Tarifbindung. Und zwar im Sinne einer Bewegung von unten und der Forderung nach einer Stärkung der Tarifbindung von oben, wie sie insbesondere eintreten kann durch die Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, durch eine kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen, die auch nach Ausgründungen beispielsweise nicht nur die schon Beschäftigten, sondern auch künftig Beschäftigte an den bisher geltenden Tarifvertrag bindet. Und ich finde das, was Bernd angesprochen hat, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge an Tarifbindung als Voraussetzung gebunden wird, eine absolut richtige und gute Orientierung. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, das gemeinsam durchzusetzen. Hier bietet sich in der Altenpflege durchaus eine Chance. Wir sind in Verhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden und zielen darauf,
das, was da als Tarifergebnis dann auch rauskommt, allgemeinverbindlich erklären zu lassen, beziehungsweise ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz einzustellen, was ermöglicht, dass dann diese Tarifregelungen nicht mehr durch Haustarifverträge unterlaufen werden können und auch ausländische Anbieter über die Einstellung ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz gebunden werden, an die Pflicht, diese Tarifbedingungen zu vollstrecken. Insofern stehen Auseinandersetzungen an, bei denen es, wenn man so will, exemplarisch um die Zurückdrängung prekärer Arbeitsverhältnisse geht, also um die Auseinandersetzung, wenn man so will, mit dem, was wir insbesondere im Gefolge der Agenda 2010 gesellschaftlich erlebt haben und was man als die Rückkehr der Unsicherheit ansehen und bezeichnen könnte. Rückkehr der Unsicherheit in dem Sinne, dass das, was sagen wir mal proletarische Lebenswirklichkeit über viele, viele Jahrzehnte, womöglich noch länger, gekennzeichnet hat, nämlich das eigene Leben nicht planen zu können, nicht zu wissen, ob man am Ende des Monats mit dem Geld, das man für den Verkauf seiner Arbeitskraft bekommt, noch über die Runden kommt oder nicht, nicht zu wissen, ob man in ein, zwei Monaten überhaupt noch Arbeit hat oder nicht. Das ist etwas, was für Millionen von Menschen zurückgekehrt ist. In Gestalt von befristeten Arbeitsverhältnissen, in Gestalt von Leiharbeit, die schlechter bezahlt wird als die Stammarbeit, in Gestalt von Scheinselbstständigkeit, von Scheinwerkverträgen, in Gestalt von Armutslöhnen und Niedriglöhnen. Und dagegen setzen wir Forderungen und Handeln für eine neue Sicherheit der Arbeit, für mehr Tarifbindung, für eine Zurückdrängung prekärer Arbeitsverhältnisse, etwa in der Auseinandersetzung um die Befristung von Arbeitsverhältnissen. Und dafür steht, wenn man so will, ja auch exemplarisch der gesetzliche Mindestlohn. Dass es gelungen ist, ihn durchzusetzen, ist eine historische Tat, auch wenn man mit dem Niveau, das wir jetzt mit dem gesetzlichen Mindestlohn erreicht haben, keineswegs zufrieden sein kann. Ich glaube, dass es gelungen ist, den gesetzlichen Mindestlohn durchzusetzen, auch weil wir es geschafft haben, die Auseinandersetzung darum zu vergrundsätzlichen. In dem Sinne, dass tatsächlich auch die Frage aufgeworfen ist, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Und wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, wo Arbeit arm macht und Arbeit entwürdigt. Das ist die Dimension, die mit der Forderung nach dem gesetzlichen Mindestlohn letztlich angeschlagen war. Und das ist die Dimension, bei der es ja auch bei anderen Fragen geht. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wir wollen auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der nach jahrzehntelanger Arbeit die Rente nicht reicht, um anständig über die Runden zu kommen und in Würde alt werden zu können. Ich denke, da sind wir uns alle miteinander einig. Und wenn es um die Frage geht, welche Höhe der gesetzliche Mindestlohn haben sollte, wir sind ja Größenordnung vorhin genannt worden, kommt es aus unserer Sicht vor allen Dingen darauf an, den Zusammenhang von Tariflohnentwicklung und dem, was im gesetzlichen Mindestlohn passiert, nicht aus dem Auge zu verlieren. Aus meiner Sicht hat der gesetzliche Mindestlohn geholfen, das Tarifsystem zu stabilisieren, indem er sozusagen eine Lohnuntergrenze gesetzt hat. Ich finde es aber auch richtig, dass dieser Zusammenhang von Tariflohnentwicklung und der Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns nicht aus dem Blick gerät. Und der gesetzliche Mindestlohn der Tariflohnentwicklung folgt oder sich zumindest an ihr orientiert. Wenn es also um einen Sprung geht, sagen wir mal in Richtung 12 Euro, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir bei einem solchen Sprung darüber reden, dass viele Tarifverträge getoppt werden durch das, was der Gesetzgeber dann festlegt. Das kann man, würde ich mal sagen, punktuell machen. Ich finde, dass die Orientierung auf diese Größenordnung durchaus Sinn macht. Allerdings punktuell ist das zu rechtfertigen, weil wir ja seinerzeit die 8,50 Euro, die 2015 eingeführt waren oder worden sind, gewerkschaftlicherseits 2010 gefordert hatten, uns damals orientierend am seinerzeitigen Durchschnitt der gesetzlichen Mindestlöhne in unseren westeuropäischen Nachbarländern. Dann hat es 5 Jahre gedauert, bis er tatsächlich auf dieser Größenordnung 8,50 Euro eingeführt worden ist. Und das, was an Preis und was an Lohnentwicklung zwischenzeitlich gelaufen war, ist da gar nicht abgebildet gewesen.
das gewissermaßen punktuell nachzuholen, etwa 2020, wird aus meiner Sicht durchaus Sinn machen. Und 12 Euro können dafür eine gute Orientierung sein. Um dann sozusagen perspektivisch zurückzukehren zu einer Vorgehensweise, wo die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns sich dann wieder orientiert an der Tariflohnentwicklung, gerne auch nicht auf 2 Jahre bezogen, sondern auf 1 Jahr bezogen. Darüber werden wir uns gesellschaftlich auseinandersetzen müssen. Aber das ist gewissermaßen mein Bild zum Zusammenwirken von Tarifen mit gewerkschaftlicher Organisierung als Voraussetzung und dem, was im gesetzlichen Mindestlohnbereich passiert. Ich hatte darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht die Vergrundsätzlichung der Auseinandersetzung sehr hilfreich war. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und dass das im Grunde sich in gleicher Weise aufwirft bei der Auseinandersetzung um das Thema Rente. Allemal in einem Rentensystem, wo der Zusammenhang von Löhnen und Alterssicherung und Rente so eng ist wie kaum sonst irgendwo in der industrialisierten Welt. Auf Lohnarmut folgt unter diesen Bedingungen zwangsläufig Altersarmut. Und insofern ist das, was auf der Lohnseite passiert, natürlich von großer Bedeutung, auch perspektivisch für die weiteren Lebensbedingungen. Und wird man gleichzeitig, so wie sich die Arbeitswelt entwickelt hat, darüber nachdenken müssen, dieses strikte Äquivalenzprinzip von Lohn und Beitragszahlung und Rente zu hinterfragen und auch deutlich zu modifizieren in der Bekämpfung von Altersarmut. Das führt uns zu Themen, auf die sich gegenwärtig die Besorgnis vieler Menschen richtet. Und vorhin war ja in den Vorträgen von Katja und von Bernd von Alltagssorgen die Rede, derer man sich annehmen müsste. Und wenn man auf diese Alltagssorgen guckt, auf Zukunftsängste und Abstiegsängste, dann richten die sich ja auf einige zentrale Themen. Rente, Pflege, Wohnen und Klima. Insbesondere der letzte Sommer hat ja mit dazu beigetragen, das Thema Klima noch mal stärker ins Bewusstsein zu heben. Und wenn man sich klar macht, dass aktuelle Studien zur Klimaentwicklung nicht mehr ausschließen, dass es eine Erderwärmung um 5 Grad bis Ende des Jahrhunderts gibt und dass eine solche Erwärmung korrespondieren würde mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 65 Meter, dann wird schon deutlich, was da sozusagen als Herausforderung für die Gattung Mensch an Fragen aufgeworfen ist. 65 Meter Anstieg des Meeresspiegels, das heißt, dass der Harz eine Insel ist und dass Kassel an der Küste liegt. Nur mal von der deutschen Perspektive auskommend. Und dass hier gegengesteuert werden muss, ist ein Imperativ, an dem es keinen vorbei gibt. Dass diese Frage so aufgenommen wird, wie das hier angedeutet wurde, ist absolut zwingend. Wir werden uns im Jahr 2019 insbesondere mit Fragen des forcierten Kohleverstromungsausstiegs auseinandersetzen müssen. Der betrifft einige ostdeutsche Länder, genauso wie das niederrheinische Kohlerevier, wo es darum gehen wird, einen sozialverträglichen Strukturwandel zu fördern, der den Regionen auch eine Zukunft gibt, wirtschaftlich. Und den forcierten Kohleverstromungsausstieg sozialverträglich zu begleiten. Da sehe ich die Linkspartei als Verbündeten, wenn es darum geht, das miteinander zu gestalten, als eine Kraft unter mehreren, die dazu beitragen will und soll, dass uns das sowohl in Richtung Strukturwandel wie in Richtung Sozialverträglichkeit des Wandels auch miteinander gelingt. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist angesprochen worden. Ein Megathema, insbesondere in den Ballungszentren und Universitätsstädten, wo, sagen wir mal, die Fehler und falschen Weichenstellungen von vor vielen Jahren uns jetzt auf die Füße fallen. Das gilt für die Privatisierung kommunalen Wohnraums, ich sage nur als Stichwort Dresden. Das gilt für den Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit Anfang der 90er Jahre.
Das gilt für die brutale Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus. Und ich denke, dass wir gefordert sind hier miteinander. Ich sage das als Gewerkschafter und ich sage das mit Blick auf die Parteien. Den sozialen Wohnungsbau zu forcieren, die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einzuführen, das Thema der Bodenbesteuerung und der Bekämpfung von Bodenspekulation auf die Tagesordnung zu setzen und das Thema der Förderung kommunaler Wohnungsbaugenossenschaften und kommunaler Wohnungsgesellschaften nach vorne zu bringen. Da finde ich das, was in Berlin jetzt aktuell läuft, richtig zukunftsweisend und hocherfreulich, um mal an der Stelle keinen Zweifel zu lassen, wie ich das sehe. Wir sind beim Thema Pflege dabei voranzukommen. Das Thema ist nicht zuletzt durch den letzten Bundestagswahlkampf ins Bewusstsein vieler nochmal deutlich gehoben worden und hat mittlerweile auch die Parteien in Schwung gebracht. Das ist bitter nötig angesichts eines heute schon akuten Pflegenotstandes. Wenn man sich anguckt, dass mittlerweile private Pflegeheime oder Altenpflegeheime Pflegebedürftige abweisen müssen, weil ihnen das Fachpersonal fehlt und wir im Krankenhausbereich auf richtig massive Probleme stoßen bei der Überlastung und chronischen Überforderung des Personals durch unzureichende Personalbesetzungen und durch permanente Überlastung, wenn man so will, dann besteht hier absoluter Handlungsbedarf. Das betrifft die Beeinflussung der Arbeits- und Lohnungsbedingungen auf tariflicher Seite. Ihr habt sicherlich verfolgt, dass es im letzten Jahr eine ganze Reihe von Arbeitsniederlegungen, Streiks an Kliniken gegeben hat, mit dem Ziel, tarifvertraglich eine Personalbemessung, eine Entlastung des Personals im Krankenpflegebereich durchzusetzen. Das wird sich fortsetzen. Und darüber hinaus geht es darum, politische Rahmen zu setzen, Vorgaben zu machen für die Personalbemessung im Pflegebereich und insgesamt ja die sozialen Berufe zu attraktivieren. Das Stichwort Digitalisierung war vorhin angesprochen, das ist ein weites Feld. Ich will einen einzigen Aspekt herausgreifen, der mit der Arbeitsmarktbilanz der Digitalisierung zusammenhängt. Hier gibt es ja unterschiedlichste Prognosen. Dystopische, die auf ein regelrechtes Massaker am Arbeitsmarkt hinauslaufen würden, wesentlich vorsichtigere Einschätzungen zur Arbeitsmarktwirkung und optimistische. Zu den optimistischeren gehört beispielsweise das, was das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der BA, 2016 als Studie vorgelegt hat. Die sagen, naja, die Digitalisierung wird bis 2025 in Deutschland etwa 30.000 Arbeitsplätze kosten, per Saldo. Per Saldo, weil ca. 1,5 Millionen Arbeitsplätze verschwinden werden, vor allen Dingen in den Bereichen Logistik, Handel und öffentliche Verwaltung. Gleichzeitig aber an anderer Stelle auch wieder annähernd 1,5 Millionen Arbeitsplätze neu entstehen dürften. In den Bereichen vor allem Pflege, Erziehung, Bildung und Medien. Nur dass der Skillset, wie das neulich so schön heißt, also das Qualifikationsprofil, das auf den Arbeitsplätzen gebraucht wird, die absehbar wegfallen. Mit dem Skillset, das auf den Arbeitsplätzen gebraucht wird, die da neu entstehen sollen, erstmal wenig bis kaum was zu tun hat. Und machen wir uns nichts vor, bleiben wir nur mal bei dieser relativ optimistischen Prognose. 7-8 Jahre sind eine verdammt kurze Zeit, um einen beschleunigten Strukturwandel überhaupt bewältigen zu können. Eine Entwicklung zu vermeiden, an deren Ende womöglich gleichzeitig Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel und massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit steht. Das ist eine Riesenherausforderung für den ganzen Weiterbildungs- und Bildungsbereich unter anderem. Insofern ist die Diskussion um eine nationale Weiterbildungsstrategie absolut korrekt und erforderlich. Und ich denke, wenn die Linkspartei in diese Debatte einsteigt, ist sie an einem Punkt dran, der viele umtreibt und uns alle auch umtreiben muss. Was schließlich das Thema Rente angeht,
habt ihr sicherlich auch verfolgt, dass es jetzt aktuell eine Studie von Ernst & Young gab, die ermittelt, dass 56% der deutschen Bevölkerung sich Sorgen machen vor drohender Armut im Alter. Das ist ein Thema, das ebenfalls von herausragender Bedeutung ist, das zusehends in den Blickpunkt auch der Wahrnehmung gerückt ist. Nicht zuletzt auch, würde ich mal sagen, dank einer von allen DGB-Gewerkschaften getragenen Kampagne, die das Thema fokussiert hat. Und natürlich auch wegen zunehmender Betroffenheit. Ihr habt vielleicht verfolgt, dass die Zahl derjenigen, die Grundsicherung jetzt in Anspruch nehmen, sich in den letzten Jahren verdoppelt hat. Wir liegen etwa bei 600.000 mit einer hohen Dunkelziffer von an sich Anspruchsberechtigten, die davon aber gar keinen Gebrauch machen. Hier ist, wenn man so will, das Thema fokussiert worden und es ist uns gelungen, würde ich mal sagen, in den letzten 2 Jahren sowas hinzukriegen wie eine Diskursverschiebung, weg von einer neoliberalen Perspektive auf Teilprivatisierung der Altersversorgung, die dann im Zweifelsfall auch massenhaft Altersarmut in Kauf nimmt, hin zu einem Blick aus der Gesellschaft heraus auf das Thema, wo man sagt, es muss nach jahrzehntelanger Arbeit so sein, dass die Rente reicht, um anständig leben zu können und in Würde alt werden zu können. Das ist eine Diskursverschiebung. Und eine Diskursverschiebung, die uns gemeinsam gelungen ist, die aber keineswegs garantiert ist, so auch sozusagen zu bleiben. Das heißt, was wir daher erleben, ist eine Auseinandersetzung um Hegemonie. Welche Vorstellung dominiert den Blick der Gesellschaft auf das Thema? Und vor diesem Hintergrund bringt das Jahr 2019 ganz sicher zunächst mal an 3 Stellen Konkretisierung der Debatte. Wir werden einen Gesetzentwurf der Bundesregierung kriegen zum Thema der sogenannten Grundrente. Die Koalition hat sich darauf verständigt, hier auf die Grundsicherung unter der Voraussetzung, dass man 35 Beitragsjahre aufweist, 10% Zuschlag auf die Tagesordnung setzen zu wollen. 35 Beitragsjahre sind alles andere als trivial. Die Frauen im Westen kommen noch nicht mal auf 30 Beitragsjahre im Schnitt. Das Ganze soll einhergehen mit einer Bedürftigkeitsprüfung, die durch die Rentenversicherung vorgenommen werden soll, komplett sachfremd. Und aus meiner Sicht auch nicht zureichend. Aus der gewerkschaftlichen Perspektive wird eher in Richtung der Übertragung des Freibetragsmodells aus der betrieblichen Altersversorgung auf die gesetzliche Rentenversicherung gedacht. Also 200 Euro Freibetrag, der nicht angerechnet wird bei der Rente, der eigenen Rente, auf die Grundsicherung. Dann wäre man, wir haben heute etwa durchschnittlich eine Grundsicherung, also Hartz IV plus Wohngeld, von 800 Euro in der Bundesrepublik, 200 Euro drauf, da wäre man nicht weit weg von dem, was die Linke als Mindestsicherung bis jetzt diskutiert hat. Nur, dass man mal sozusagen da den Zusammenhang im Blick behält. Wir werden uns jedenfalls für so eine Freibetragslösung einsetzen auf der gewerkschaftlichen Seite. Das heißt nichts anderes, als dass die Koalition da ihre Positionierung nochmal revidieren soll. Und wir das Thema Grundrente dann auch nochmal gründlicher in Angriff nehmen können. Dazu wird es einen Vorstoß gesetzlich geben für die Einbeziehung der Selbstständigen in die Rentenversicherung. Das ist ein absolut armutsgefährdete Bevölkerungsgruppe. Bei den Solo-Selbstständigen haben im letzten Jahr knapp 1/3 weniger als 1.200 Euro Einkommen gehabt im Monat. Dass das für das Alter, auf Lohnarmut folgt Altersarmut, eine absolute Herausforderung darstellt, ist klar. Hier wird dann allerdings darauf zu achten sein, dass die Auftraggeber dieser Solo-Selbstständigen dann mit in die Beitragsfinanzierung und das Aufkommen einbezogen werden. Und wir werden sozusagen den Fortgang der Diskussion in dieser Rentenkommission erleben, wo es ganz knallhart um Hegemonie geht. Um die Frage, wird perspektivisch nach 2025 eigentlich
das Rentenniveau dann erneut angegriffen? Wird das Renteneintrittsalter weiter nach oben geschoben? Oder wird im Grunde im Wesentlichen darüber agiert, dass auch Beiträge angehoben werden, aber auch der Bundeszuschuss angehoben wird? Und das ist ja eine interessante Debatte. Wir werden am Ende 2045, wenn man das Rentenniveau auf etwa 50% heben wollte und ein Beitragssatzniveau von 25% paritätisch finanziert nicht überschreiten will, eine Bundeszuschussaufstockung um 30 Milliarden Euro jährlich zu heutigen Preisen brauchen. Nur, dass man sich da keine Illusionen macht. Nach dem, was ich an Modellen kenne. Das klingt viel, aber das ist ja ungefähr das, was Herr Spahn als ohne Probleme finanzierbar ansieht, wenn es um die Aufstockung des Rüstungsetats auf 2% vom Bruttoinlandsprodukt geht. Und da kann ich nur sagen, lieber eine vernünftige Alterssicherung als eine Aufstockung des Rüstungsetats. Kanonen statt einer auskömmlichen Altersrente, das ist, denke ich, keine vernünftige Perspektive. Und diese Debatte werden wir dann miteinander führen müssen. An der Stelle vielleicht aus meiner Sicht ein kurzer Blick auf die SPD, und das korrespondiert nochmal mit dem, was Katja angesprochen hat. Der Absturz der SPD in der Wählergunst korrespondiert ja erkennbar damit, dass nicht mehr klar ist, wofür diese Partei steht. Vielen jedenfalls nicht mehr klar ist, wofür sie steht. Und das hat sehr viel damit zu tun, wenn ich das jetzt mal bei prominenten Sozialdemokraten so wahrnehme, dass sie sagen, naja, wir haben einfach zu viel Taktik betrieben. Wenn diese Analyse ernst gemeint ist, dann hat es natürlich Konsequenzen für die Art und Weise, wie sie sich jetzt positionieren beim Thema Rente. Wenn Scholz sagt, bis 2040 wird das Rentenniveau stabilisiert. Oder wenn es jetzt eine Debatte gibt zu Hartz IV und das Thema von Sanktionsfreiheit aufkommt. Ich meine, ich bin absolut für Sanktionsfreiheit, weil wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass Hartz IV das gesellschaftlich notwendige Existenzminimum sichern soll, dann kann man da nichts wegsanktionieren. Wenn sich diese Positionierung durchsetzen sollte, oder wie auch immer jetzt eine Modifikation bei Hartz IV aussieht, auf der SPD-Seite und auf der Rentenseite, sagen wir, diese Position von Scholz sagen, weiter verfolgt wird, dann müssen Sie meines Erachtens diese Position dann auch durchhalten. Weil anders Verlässlichkeit, mal aus der immanenten Perspektive heraus, nicht erreichbar ist. Das heißt, dass sich da durchaus Möglichkeiten für Gemeinsamkeiten entwickeln. Das bleibt abzuwarten. Aber das ist, wenn man so will, das sind Positionsbestimmungen in strategischer Perspektive, aus meiner Sicht. Jedenfalls sollte man das ernst nehmen. Dann prüfen natürlich, völlig klar, aber das ist nicht mal eben so sozusagen Tagesgeschichte. Es sei denn, sie wollen so weitermachen wie bisher. Dafür spricht aber mit Blick auf die Wahlenentwicklung wenig. Das war mein Schlenker zum Thema SPD. Sodass es ja in Sachen Rente tatsächlich zu einer harten Abgrenzung kommen wird. Zwischen Union, FDP und natürlich AfD im Moment völlig beiseite. Einerseits Rüstungshaushalt, Renteneintrittsalter und Kräften in der Gesellschaft, die an das Thema der Alterssicherung anders rangehen wollen, als das Herr Spahn und andere tun wollen. Das führt mich zu einem anderen, ich habe vielleicht noch 10 Minuten mit eurem Einverständnis. Ja, okay. Das führt mich zu einem anderen umkämpften Feld, nämlich dem der Finanzpolitik. Ihr erinnert euch, die Finanzpolitik 5, okay, dann mache ich mal Stempel, war 2013 gewissermaßen Lackmusgebiet, an dem sich die Geister schieden.
Wir haben in der Folge erlebt, schwarze Null, keine Steuererhöhung, auch um den Preis von zunehmender Steuerungerechtigkeit. 2019 werden wir eine Debatte kriegen, und das wird ja schon deutlich an dem, was die Unternehmerverbände machen, um die Frage der Unternehmenssteuerreform, die Auseinandersetzung um die komplette Aufgabe der Soli, auch für die 10%, die nach Koalitionsvereinbarung bis 2021 den Soli weiter zahlen sollen. Die zahlen aber über 50% der Gesamteinnahmen. Das ist eine echt, eine Steuer, die absolut progressiv wirkt und die deswegen natürlich bestimmte Kräfte in der Gesellschaft besonders ärgert. Und die Auseinandersetzung, um diese Auseinandersetzung zu führen, ist sozusagen exemplarisch für das gesamte Feld von Verteilungspolitik und Steuerpolitik. Und das wird sich verbinden mit Forderungen nach einer Unternehmenssteuerreform im Sinne sozusagen einer Senkung der Belastung des Kapitals und ein Mitziehen bei dem internationalen Steuersenkungswettlauf, den Trump da initiiert und den die Konservativen in Großbritannien forcieren wollen, in einer Situation, wo die Europäische Union die Unternehmenssteuerbelastung misst mit einem Maß nach der sogenannten impliziten Steuerbelastung. Danach ist die Steuerbelastung in deutschen Unternehmen im Mittelfeld europäisch angesiedelt, keineswegs an der Spitze. Und ich finde, hier muss man echt gegenhalten. Wir können tun uns überhaupt gesellschaftlich keinen Gefallen, in einen Steuersenkungswettlauf einzusteigen, der das Kapital weiter privilegiert und die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit weiter erodieren lässt. Und das ist eine Auseinandersetzung, die auf uns zukommt, und zwar in 2019. Und die wir führen in einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser schwarzen Null, ist da völlig irre, unter Bedingungen von Negativzinsen, wo man für die Aufnahme von Krediten als deutscher Staat nicht nur Geld bekommt, sondern auch Geld verdient, weil man anschließend weniger zurückzahlen muss, als man aufgenommen hat, auf das Primat der schwarzen Null zu setzen, obwohl es Investitionsstaus und Zukunftsinvestitionsbedarfe in der Gesellschaft noch unnöcher gibt. Hier ist Handlungsbedarf, und Handlungsbedarf ist genauso gegeben bei dem Thema Europa. Wir kriegen eine Europawahl, die von manchen als Schicksalswahl angesehen wird, wo es allerdings auch tatsächlich um die Frage geht, ob die Antwort auf die Herausforderungen in einer Renationalisierung bestehen soll oder darin, dass das Miteinander, die Zusammenarbeit, die gegenseitige Abstimmung und die Integration weiter vorangetrieben wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass man in einem Zeitalter von Handelskonflikten, von Herausforderungen des Klimawandels, von Terrorismus zu einem Mehr an Miteinander kommen muss und nicht zu einer Renationalisierung. Und das ist meines Erachtens zu verbinden mit einer Kritik an der neoliberalen Ausrichtung der Politik in der EU. Allerdings in einer Perspektive des Mehr-Europa, aber anders. Die eigentliche Gegenposition an dieser Stelle nimmt die AfD ein. Markant. Jetzt mit einer Position, wo sie sagt, raus aus der Europäischen Union, wenn es nicht zu einer Rückkehr zu nationalen Währungen kommt. Ich mache mal so sagen, das sind Irre. Irre, weil ahnungslos, völlig ahnungslos. Und aus ihrer Ahnungslosigkeit und ihrer puren Dummheit heraus gemeingefährlich. Der Hauptprofiteur der Eurozone ist die deutsche Volkswirtschaft, weil mit der gemeinsamen Währung sowas verbunden ist wie eine implizite Abwertung und entsprechende Wettbewerbsvorteile für die deutsche Wirtschaft. Das Auseinanderbrechen der Eurozone würde nichts anderes bedeuten als eine massive Aufwertung beispielsweise einer wieder eingeführten nationalen deutschen Währung. Sozusagen der Aufwertungseffekt und der Aufwertungsschock, den die DDR-Volkswirtschaft erlebt hat, nach der Einführung der D-Mark, sozusagen 2.0, während gleichzeitig in den Defizitländern der Weg in die Schulden- und Zinsfalle auf die Tagesordnung gesetzt wäre, ein Marsch in die Wirtschaftskrise, der absehbar ist. Ich sage nochmal, eine Positionierung, die gemeingefährlich ist und aus nackter Ahnungslosigkeit
und Dilettantismus entspringt, die aber natürlich mit Blick auf die anstehenden Wahlen markant ist. Hier stehen wir auf der gewerkschaftlichen Seite für eine Politik des sozialökologischen Umbaus und gucken auf Landtagswahlen, die wir aktiv begleiten wollen und werden, als Verdi, nicht als verlängerter Arm einer Partei, egal welcher Couleur, sondern als eine Kraft, die für Inhalte steht, die für mehr Qualität in der Bildung eintreten will, die für eine andere Wohnungspolitik eintreten will, die für ein Mehr an sozialer Sicherung eintreten will und für eine Stärkung der Tarifautonomie und der Tarifbindung. Und da haben die Länder, über die reden wir da ja insbesondere, durchaus auch eigene Handlungsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Bernd und auch Katja haben dazu vorhin was gesagt, dem kann ich mich gut anschließen. Das heißt, wir laufen auf Auseinandersetzungen zu, bei denen es aus meiner Sicht erfreuliche Schnittmengen mit der politischen Ausrichtung der Linkspartei gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, euch und uns gemeinsam, ein gutes Jahr 2019. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die Genossen des Livestreams haben mich hier hochgezwungen. Ich hätte es auch lieber von unten gemacht, aber die haben gesagt, dann ist das so schlecht zu hören, also bin ich diszipliniert und gehe hier nach oben. Also, Frank, sehr schön zu hören. Es gibt erfreulich viele Schnittmengen zwischen Verdi und der Linken. Das hört man doch gerne als Mitglied der Linkspartei. Ich hoffe, dass wir möglichst viele davon auch gesellschaftlich mehrheitsfähig machen können. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich will holzschnittartig zu 7 Punkten kurz was sagen. Also erstens, ja, es ist völlig richtig, wir haben mit dem Jahr 2019 ein Schlüsseljahr. Auf die historische Dimension ist hier heute hingewiesen worden. Morgen ehren wir Kalibknecht und Rosa Luxemburg, 100. Jahrestag ihrer Ermordung. Wir hatten den 100. Gründungstag der KPD. Ich sage das nur deshalb, weil diese 100-jährige Geschichte, und die ja noch viel länger zurückgeht, ist eben wirklich eine sehr widersprüchliche, aber es macht vor allen Dingen auch die Verantwortung klar, in der wir uns befinden. Denn wir befinden uns in dieser Tradition. Und ich glaube, das anzunehmen und auch mal zu sehen, was andere Generationen für Probleme hatten, was sie dafür für Opfer gebracht haben, das macht auch für uns manchmal vielleicht bewusst, was unsere Verantwortung in diesen Zeiten ist. Ja, in was für einer Gesellschaft, um bei Frank anzuschließen, wollen wir leben, ist die Frage. Alle haben darauf verwiesen, Handelskriege, ja auch die Kriege dieser Welt. In wenigen Tagen könnte der ungeordnete Brexit anstehen mit Auswirkungen, die wir alle kaum absehen können. Eines ist klar, ich will das nochmal deutlich sagen, die Rechten haben das Ziel, Europa an sich zu reißen. Das ist ihr klares Ziel. Und es ist jetzt nicht irgendwie eine abstruse These. Bei Umfragen haben Frau Le Pen in Frankreich stärkste Partei, Salvini in Italien stärkste Partei, Orban, Polen. Das ist nicht irgendetwas Abstraktes. Und ich glaube, dass wir uns genau dieser Dimension bewusst sein müssen. Ich spreche vielfach von dem Kulturkampf, der von rechts geführt wird. Und wenn wir an ganz, ganz vielen Stellen die Mauer von Trump, was in Brasilien abläuft, wir können das täglich erleben, was das bedeutet. Und welche Veränderung das in der Gesellschaft mit sich bringen wird. Und da ist ganz klar, was unsere Aufgabe ist, Bollwerk zu sein, Bollwerk der Menschlichkeit zu sein. Für uns ist Haltung und Solidarität, das sind da die Schlüsselfragen. Aber ich plädiere auch dafür, dass wir diese Situation als Chance ergreifen, als Chance für uns ergreifen. Es ist nicht nur Abwehrkampf. Wir müssen das umdrehen und sagen, linke Politik ist hier gefordert. Und zwar aus Klimagründen, aus Zusammenhaltsgründen, um der Existenz der Menschheit. Das ist unsere Chance und die meines Erachtens sollten wir annehmen. Zweiter Punkt. Ja, es ist auch ein Schlüsseljahr für das, was sich auf der Bundesebene, was seitens der Bundesregierung gemacht wird, abspielt. Ja, diese Koalition, ich glaube nicht mehr daran, dass sie in irgendeiner Weise große Reformfarben auf den Weg bringen wird. Bringt sie auch nicht. Ich meine, das sind alle Stellschrauben. Wir sehen in wenigen Tagen,
wird weder die CDU-Vorsitzende noch der CSU-Vorsitzende noch die SPD-Vorsitzende in der Regierung sein. Das wird neue Probleme mit sich bringen. Es wird Instabilität mit sich bringen. Große Reformvorhaben ist Fehlanzeige. Und darauf will ich jetzt doch verweisen, nachdem du das gesagt hast, Frank. Also die Überschüsse im vergangenen Jahr waren 11,2 Milliarden. Wir hatten einen Rüstungsetat von 37 Milliarden. Und wir haben noch nicht mal annähernd die Steuervorschläge der Linken berücksichtigt. Also in dieser Situation nicht zu investieren, nicht zu tun, dass die Gesellschaft weiter auseinanderfällt, ist ein Totalversagen. Diese Regierung ist verantwortlich für die Situation in dem Land. Und mit dieser Politik werden eben auch Rechte objektiv gestärkt, ob die das wollen oder nicht. Und das ist das Versagen dieser Regierung. Und ich, ehrlich gesagt, glaube da überhaupt nicht dran. Und ihre Bilanz mit Blick auf Europa ist eine Katastrophe. Die Merkel-Politik hat dahin geführt, dass Europa in dieser Situation ist. Das ist die Realität. Und ich glaube, dass in diesem Jahr die Frage, wo das hingeht, ob diese Regierung im nächsten Jahr dann noch weiter existiert, die wird auch in diesem Jahr entschieden. Die haben das ja in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Das ist auch völlig in Ordnung und auch aus sozialdemokratischer Sicht völlig in Ordnung, ob sie überhaupt weitermachen. Diese Frage ist offen. Die kann im Moment niemand beantworten, hier niemand, aber auch nicht bei der SPD und auch nicht bei der CDU. Nur auf eins will ich verweisen. Die gesamten Jahre Merkel kann man in zwei Zahlen zusammenfassen. Es gibt eine Verdopplung der Vermögensmillionäre und es gibt eine Verdopplung der Kinder in Armut. Das sagt alles. Das ist das Scheitern einer Politik und diese Politik muss verändert werden. Und deswegen müssen wir auch dazu stehen, ganz im Sinne auch von dem, was Katja gesagt hat, dass wir natürlich bereit sind, Veränderung in diesem Land herbeizuführen. Dritter Punkt. Natürlich ist es auch ein Schlüsseljahr für uns. Zu Europawahlen werden wir hier viel reden, das heute im Verlauf des Tages. Das ist ja völlig klar. Ich will da nur drei kleine Anmerkungen machen. Das eine ist, wir hatten das gestern auch auf unserer Klausur, ich komme noch dazu, diese Debatte, wer pro-europäisch und antieuropäisch ist. Und das lassen wir uns ja teilweise auch aufdrücken. Ne? Ich bin ja meist pro-europäisch, also in dem Sinne erstmal ganz gut. Aber nee, jetzt wieder ernsthaft. Also für pro-europäisch gilt zum Beispiel, oder als pro-europäisch gilt zum Beispiel immer Wolfgang Schäuble. Da wird also in allen Medien, der ist pro-Europäer. Ich meine, das ist derjenige, der die wesentliche Verantwortung für die Politik gegenüber Griechenland führt. Wenn das pro-europäisch ist, also dann bin ich nun wirklich gerne antieuropäisch. Also ich bin dafür, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir uns bestimmte Debatten wirklich nicht aufdrängen lassen, dass wir dort unterschiedliche Sichten haben. Das ist kein Geheimnis. Die werden wir im Übrigen auch nicht wegbeschließen. Das ist auch gar kein Problem angesichts der Differenzierung in Europa. Finde ich, dass wir in solidarischer Weise bis zum Europaparteitag und bitte auch kontrovers über das Europawahlprogramm, über unser Herangehen diskutieren. Und ich finde, da können wir auch zeigen, dass wir das miteinander und solidarisch können. Aber eins muss auch klar sein. Am Abend des Europawahlparteitags gehen wir mit unserem Europawahlprogramm, mit unserer Kandidatenliste und mit unserer Strategie in den Wahlkampf. Punkt aus. Dann ist Ruhe im Karton. Aber bis dahin bitte gerne eine solidarische Debatte. Und ich will auf einen Punkt in Europa im Zusammenhang mit Europa noch hinweisen. Also ich will es mal so formulieren. In meinem vorpommerschen Dorf werde ich trotz großem Engagement nur mit Europawahlen nicht hinkriegen, dass mehr als 10% zur Wahl gehen. Das ist nicht drin, weil die Leute, tut mir leid, ich kann ja tun, was ich will, interessiert das nicht. Denen kann ich tausendmal erzählen, was alles in Europa entschieden wird und dass es in ihrem Dorf ankommt. Deswegen ist für uns zentrale Aufgabe, das zu verbinden mit den Kommunalwahlen. Das ist eine Trivialität, das wissen wir alle, aber das auch wirklich zu leben und jetzt zu kämpfen und jede da, wo er verankert ist. Ich meine, in meinem Betreuungswahlkreis, das ist ja, sagen wir mal, in Rostock, die wählen heute ihre Kommunallisten und so, das ist alles ganz leicht, da gibt es genügend Kandidaten, alles wunderbar. Aber mach das mal in den Dörfern in Ludwigslust, Parchim. Das ist ein bisschen schwieriger. Und da die Leute hinzukriegen und dem Schornsteinfeger das so lange einzureden und wenn es nach dem 7. Bier ist, das ist schwieriger. Aber ich bin dafür, dass wir uns dann auch dem 8. Bier stellen. Also lasst uns dafür kämpfen, möglichst viel Kandidaten zu gewinnen für diese Wahl. Die ist für uns bedeutend. Ich will auch an dem Tag auf Bremen nochmal hinweisen. Bremen ist für uns, ich möchte nicht, dass wir das unterbewerten. Also weil in Bremen wird eine Frage ganz spannend sein. Neben der Tatsache, dass wir natürlich maximal zulegen wollen, ist die Frage, welche Konstellation gibt es da? Und ich nehme mal jetzt eine negative Konstellation. Es gibt danach ein Jamaika-Bündnis. Also ehrlich gesagt, das wäre auf gut Deutsch scheiße für uns. Ich will das nicht. Möchte gerne, wenn wir eine andere Konstellation haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt regieren will. Bitte nicht missverstehen. Natürlich will ich unbedingt regieren, weiß ja jeder. Aber es ist nicht das erste Ziel. Stärkung der Linken ist Ziel.
Aber es geht schon darum, welche Weichenstellung da vorgenommen wird. Denn auch noch bei Wahlen eine Bemerkung zu den Ostwahlen. Ich möchte nicht, dass wir da defätistisch rangehen. Es ist nicht gegeben, dass in irgendeiner Landtagswahl in diesem Jahr die AfD vor uns ist. Nein, wir wollen und wir werden bei allen Landtagswahlen von Bremen bis nach Thüringen vor der AfD sein. Punkt. Aus. Darum kämpfen wir. Darum kämpfen wir. Und es gibt überhaupt keinen Grund, das aufzugeben. Überhaupt keinen Grund. Und da geht es natürlich darum, dass wir gerade bei den Ostwahlen, das ist das Jahr 2019, Geschichte, Tradition, dem müssen wir uns stellen. Natürlich das Jahr, ja, es ist gerade ein Jahr mit einer 9. Du hast 19, aber auch 89. Und deswegen wird diese Frage eine Rolle spielen. Und auch da können wir mit Selbstbewusstsein und mit Stolz in Auseinandersetzung gehen. Denn wenn wir da auch zurückhaltend sind, dann werden wir verlieren. Das merken die Leute. Aber es gibt keinen Grund dafür. Und es gibt auch keinen Grund, über unsere Bilanz zum Beispiel in Thüringen irgendwie negativ zu reden. Wir werden nicht wegen unserer Ergebnisse gewählt, sondern wegen unserer Perspektiven. Aber auch da geht es darum, dass wir alle ausstrahlen. Und nicht sagen, naja, Mensch, ich hätte ja in Thüringen, ja, ich hätte in Thüringen auch gerne viel anderes gemacht, Bodo Ramelow im Übrigen auch. Das ist nun mal so. Aber mein Plädoyer ist hier wirklich ein Stück weit Selbstbewusstsein und Stolz. Viertens, kleiner Rückblick. Also jetzt nicht nur auf gestern und vorgestern. Also das letzte Jahr war ja für uns erstmal numerisch gar kein schlechtes. Also wir haben in Hessen 3 Abgeordnete mehr. Wir haben in Bayern übrigens, das will ich mal einmal erwähnen, wir haben in Bayern wirklich einen sensationell guten Wahlkampf geführt. Ich meine, das Ergebnis, da waren wir alle ja ein bisschen enttäuscht. Aber es stimmt eben auch, wir sind in allen Bezirksparlamenten. Ich habe wirklich das noch nie erlebt bei einem Landtagswahlkampf. Und ich habe schon einige erlebt, dass die Genossinnen und Genossen in dieser Breite so engagiert werden. Und auch nochmal wirklich lobend erwähnen. Und wir dürfen die nicht so runterfallen lassen. Die Bayern haben es besonders schwer. Aber der Wahlkampf war auch in besonderer Weise klasse, um das mal zu sagen. Und ich will auch mal sagen, wir müssen da auch mit unseren Erfolgen anders umgehen. Also die Neigung, dass wir immer, wenn wir einen Erfolg haben, dann, ja, ist ja logisch, wir sind ja auch so gut. Ja, finde ich ja auch. Aber dass wir sozusagen andere, die breiten ihre Erfolge aus. Wenn wir den Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder gewinnen, dann erwähnen wir das nochmal. Wir haben ihn dann noch eingeladen als Bundestagsfraktion und so weiter. Aber eigentlich müssten wir jeden Tag erzählen, wie toll wir sind. Schon deshalb, weil wir in diesem Jahr ja auch Oberbürgermeisterwahlen haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar eine Chance. Stimmt, Simone in Rostock? Ja, ne? Haben wir. So, also Rückblick gehört aber auch eins dazu. Klaus Ernst hat auf unserer Klausur gesagt, also der Milchmann, der permanent sagt, seine Milch ist sauer und sie dann verkaufen will, der ist begrenzt erfolgreich. Und das finde ich, sollten wir durchaus annehmen. Etwas mehr darüber reden, was auch wir geleistet haben. Und zwar die gesamte Partei mit ihren Kampagnen, aber auch wir in unserer Fraktion. Wir haben die meisten parlamentarischen Initiativen. Wir haben die meisten kleinen Anfragen. Wir haben im Übrigen auch Erfolge zu verzeichnen. Also, dass die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zumindest eine Zeit lang auf Eis gelegt worden sind, das hat mit unserem Engagement zu tun. Dass wir im Übrigen auch bei konkreten Dingen, Erwerbsminderungsrente, da ist ein Teil dessen, was vor 3 oder 4 Jahren undenkbar war, jetzt beschlossen worden. Harald Weinberg und Matthias Birkwald haben auf der Klausur mal dargelegt, was von unseren Vorschlägen, die vor 10 Jahren in die Verdammnis gegangen sind, jetzt umgesetzt worden ist. Aber es ist selten so, dass wir sagen, oh klasse, da haben wir einen Teil umgesetzt, noch nicht alles. Aber meines Erachtens müssen wir das auch machen. Aber Rückblick ist natürlich, habe ich deshalb ja nur erwähnt, habe gerade die Positivbilanz gemacht. Ja, das letzte Jahr war nicht gut. Das war nicht gut, was unsere Darstellung betraf. Und es lag an uns und an niemandem anderen. Das ist sie, also fangen jetzt bei mir an, um nicht irgendwie das auf andere zu nennen. Und liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir verändern. Das ist mein 5. Punkt, das müssen wir verändern. Wir haben am 30.11. eine gemeinsame Beratung gehabt und das Gute war, dass im Nachhinein nicht ein Interpretationswettlauf stattgefunden hat, sondern dass wir es hingekriegt haben zu sagen, ja, wir haben Papier gehabt, das ist kritisiert worden und so weiter. Wir sind damit positiv umgegangen und wir haben auch im Vorfeld der Klausur, im Vorfeld der gesamten Beratung es geschafft, Katja, Bernd, Sarah, ich, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben, dass wir gemeinsam auf die Klausur gegangen sind, dass wir dafür gemeinsam geworben haben, dass wir eine neue Zeitrechnung in diesem Jahr, ich habe auf der Klausur gesagt, nun lasst uns doch mal bitte für diese Zeit, das können die Genossinnen und Genossen und die erwarten, dass wir uns zusammenreißen, dass wir gemeinsam kämpfen, zumindest mal bis zum 27. Oktober diesen Jahres. Danach können wir das wieder anders machen. Aber da, bis dahin, liebe Genossen, das ist wirklich mein Appell an uns alle, an mich zuallererst, lasst uns engagieren. Wir haben so viele politische Konkurrenten
Gegner und Wettbewerber, die uns alle nicht wollen. Und da müssen wir es doch schaffen, für diese Zeit gemeinsam zu engagieren, solidarisch miteinander auch zu streiten. Das muss hinzukriegen sein. Und wir zumindest sind uns einig, dass wir das hinkriegen werden in diesem Jahr. Und ich wünsche mir, dass ihr alle dort mittut. Wir müssen bei dieser Sache aber eins sein, auch ein Stück weit illusionsfrei. Denn bei diesem Prozess werden uns auch die Medien solidarisch begleiten, um das nett zu sagen. Sie werden uns solidarisch begleiten, aber natürlich werden wir nie so behandelt werden wie eine Partei, die jetzt gerade im großen Aufschwung ist. Ja, der Marsch durch die Institutionen war erfolgreich. Der wirkt sich aus bei den Grünen. Natürlich ist das so. Ja, das haben die gewollt und da waren sie erfolgreich. Ich will jetzt, ist ja leider live und leider mit Medien. Ich könnte jetzt aber schöne Sachen sagen, aber ich spare mir die alle auf. Eine Sache erzähle ich dir mal doch. Also mein parlamentarischer Geschäftsführer, der Genosse Jan Korte, den ihr alle kennt, hat, nachdem der Kollege Habeck bei Twitter rausgegangen ist, selbst getwittert, gibt es heute Abend eigentlich einen Brennpunkt bei der ARD. Ich fand die Ironie wirklich sehr gelungen. Das Interessante war, der erste Kommentar darunter war von der ARD, nein, das ist heute nicht geplant. Ich meine, die haben das ernst genommen. Ich meine, da seht ihr mal, wo wir da irgendwie hingekommen sind. Also ich meine, da steigt einer bei Twitter aus und das ist auf der Süddeutschen Seite 1. Ich meine, ich hätte mich gefreut, wenn heute unsere Klausur mit einer Meldung wieder gespiegelt wäre. Die wäre gewesen, großer Krach ausgeblieben oder so. Aber immerhin. Aber das ist nicht der Fall. Also da gibt es eine totale Verschiebung. Das werden wir nicht ändern. Damit müssen wir umgehen. Da müssen wir auch immer wieder neu kämpfen. Aber ich bitte nur um eins, dass nicht jeder Halbsatz, also ich nehme mal jetzt den Bernd Rixinger und Dietmar Bartsch in schwerer Kontroverse mit Katja Kipping, was bei dem Thema Fleischkonsum stimmt, dass das sofort aufgenommen wird und zu einer Kontroverse der Gesamtpartei wird. Das müssen wir nicht machen. Also mein... Ja, das stimmt, wir sind da sehr dogmatisch. Ich wäre völlig gegen ein Verbot. Also, ihr wisst, was ich an dieser Stelle sagen will. Unsere Position, die sich eben in dieser Frage prinzipiell unterscheidet, ja, wir wollen eine andere Gesellschaft. Ja, wir haben eine sozialistische Perspektive. Die führt dazu, dass wir natürlich von vielen im Mainstream so nicht gewollt werden. Und da sollten wir ruhig mit umgehen und ein Stück weit auch stolz da sein und ein Stück weit das auch unseren Genossen und den Kämpferinnen und Kämpfern, die an unserer Seite stehen, mitteilen, dass es so ist. Weil das ist die Normalität. Diese werden wir auch nicht ändern. Vorletzter Punkt. Also, ich bin ja sehr dafür, wie Katja das gesagt hat, dass wir, du hast es formuliert, nach der Macht greifen. Ich nehme das mal so auf. Ich würde dafür werben wollen, dass wir von Mitte-Links-Bündnissen sprechen und dass wir klar machen, wo unsere Gegner und Konkurrenten sind. Ich brauche hier nichts nochmal zur AfD zu machen und was die gerade anbietet und die, also in den Landesparlamenten und so weiter. Das ist alles eine Katastrophe. Trotzdem gibt es Gründe und Ursachen, weshalb die so stark sind. Und ja, die liegen bei Regierungspolitik, aber ja, sie liegen auch ein Stück weit bei uns. Das ist so, das können wir auch nicht leugnen. Und die Aufgabe muss sein, dass wir sie natürlich Stück für Stück auch wieder zurückdrängen. Aber das wird nicht funktionieren, indem wir unsere Politik auf die fokussieren. Sondern der Fokus muss auf das Regierungshandeln auf der Bundesebene liegen und es ist die Auseinandersetzung mit der Union. Die Union wird mit Kramp-Karrenbauer und vielem anderen sich wieder einigermaßen stabilisieren. Und deswegen ist das unser Fokus. Der Fokus ist die Union in diesem Land und deren Politik hat dazu geführt, dass der Zusammenhalt in Deutschland gefährdet ist, dass Europa zerstört ist und dass wir viele Probleme auf der Welt haben. Es ist ihre Verantwortung und das, meine liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir klarstellen. Und da bin ich im Übrigen für wenig Taktik. Ich bin in diesem Jahr ausschließlich dafür, dass wir die Linke stärken bei jeder Wahl. Nicht Konstellationen zuerst, die gibt es danach. Linke stärken und danach wegen meiner überall regieren, wo wir können. Aber das Erste ist und bleibt die Stärkung der Linken. Weil die Konstellationsfragen, die stören uns. Insbesondere noch Debatten über Union und so weiter. Das ist absurd. Wir wollen uns stark machen. Und das ist das Ende auch bei dieser Ansage, was die Wahlen betrifft. Letztlich, ich bin der Auffassung, wir sind inhaltlich gut aufgestellt. Das hat auch die Klausur gezeigt. Wir hatten das Thema Sozialstaat im Mittelpunkt. Gesundheit, Rente, natürlich Arbeit als zentraler Punkt.
Und da bin ich ja sehr froh, Frank, dass du auch das, was, ich habe das so formuliert, Sozialstaatsdialog, dass wir das in anderer Weise aufnehmen. Ja, wir haben dort die Parteien, die Gewerkschaften, auch andere, teilweise unterschiedliche Positionen. Und ja, wir alle müssen uns dann ein Stück zurücknehmen. Aber wenn wir nicht eine Perspektive für die Menschen in diesem Land aufmachen, die zeigt, das würde sich verändern, wenn es Mitte-Links-Konstellationen gibt, dann gibt es für die auch nicht so den Grund, sich zu engagieren. Das ist doch das Entscheidende. Jetzt haben die das Gefühl, wenn ich diese Bekloppten rechts außen wähle, das hat die größte Wirkung, weil die verändern was. Nein, wenn sie links wählen, das bringt die meiste Veränderung. Wir haben doch da ein Stück weit Erfahrung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese inhaltlichen Punkte, über die wir auf der Klausur solidarisch miteinander auch gestritten haben, dass wir die in den Fokus nehmen. Dann bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ja, Überwindung, Abschaffung von Hartz IV. Natürlich das Thema Kinderarmut. Ich bin doch froh, wenn die SPD jetzt auch sagt, Kindergrundsicherung ist ein Weg. Genau das sind Anknüpfungspunkte, die wir an- und aufnehmen müssen. Also, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, wir haben gute Chancen in diesem Jahr. Die werden wir nur gemeinsam haben. Und lasst uns diese Gemeinsamkeit probieren. Ich glaube, wir können das hinkriegen, mindestens bis Oktober. Herzlichen Dank. Ja, wir wollen jetzt mit Martin Schürdewan und Özlem Alef Demirel nochmal ins Gespräch kommen. Ihr kennt sie schon. Wir wollen auch, dass die, die beim Livestream neugierig sind, sie noch besser kennenlernen. Und ihr beide seid ja schon sehr lange der Linken verbunden, aber auch wart auch außerhalb der Linken und seid außerhalb der Linken sehr aktiv. Ich beginne mal mit einer Frage an Martin zu einem Thema, was du, seitdem du im Europaparlament bist, auch bearbeitet hast. Es betrifft die Steuerpolitik. Wir haben ja das Problem, dass irgendwie zwar immer die Beschäftigten ihre Lohnsteuer direkt abgezogen werden, aber europaweit die großen Internetkonzerne Google, Amazon etc. sich permanent arm rechnen und quasi vor der Steuer drücken können. Was können wir tun, was muss politisch erkämpft werden, damit die Internetkonzerne stärker zur Kasse gebeten werden? Ja, es ist in der Tat so, dass derzeit das Unternehmenssteuerrecht im 20. Jahrhundert verharrt, während natürlich die modernen Technologien und die ganze Internetindustrie dazu geführt hat, dass moderne Produktion, dass Dienstleistungen ins Internet abgewandert sind und online stattfinden und dementsprechend Internetunternehmen nicht adäquat besteuert werden können derzeit. Es führt dazu, dass zum Beispiel Apple im Jahr 2014 in Irland 0,005% Steuern auf 1 Million Gewinn gezahlt hat. Das sind 50 Euro auf 1 Million Gewinn. Jede Bäckerei, jedes Friseurgeschäft an der Ecke zahlt da mehr. Und das ist einfach ungerecht. Und es gilt, diese Ungerechtigkeit zu überwinden und das Unternehmenssteuerrecht ins 21. Jahrhundert zu übertragen. Wir schlagen deshalb erstmal die Einführung einer Internetsteuer, einer Digitalsteuer, auch populär Google-Steuer, vor, die 5% des Umsatzes von Internetunternehmen betrifft, mit einer breiten Bemessungsgrundlage, sodass auch Streaming-Anbieter und Dienstleister wie Netflix zum Beispiel oder Amazon Prime erfasst werden, aber auch Plattformen wie eBay etc. Und wir zielen dabei ab auf eine Umsatzsteuerhöhe in der Europäischen Union von 40 Millionen, um eben kleine innovative Start-ups, also ich sag mal den kleinen und mittleren Betrieben diese Steuer auch möglichst zu ersparen und da nicht rein zu regieren in deren Geschäft. Aber wir wollen die Großen eben dazu verpflichten, ihren gerechten Anteil an der Steuer und am gesellschaftlichen Aufkommen, am Steueraufkommen und an der gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Das ist unsere politische Aufgabe. Dem gehen wir, glaube ich, ziemlich entschlossen entgegen. Ja, gut. Ja, Özlem, ich finde ja toll, was wir hier für ein Duo haben. Du vereinigst in deiner Person quasi Gewerkschaftssekretärin, also Kampf für die Interessen der Lohnabhängigen, der kleinen Leute, bist Migrantin und wirst,
wenn alles gut geht, Spitzenkandidatin bei uns für die Europawahl. Siehst du eine Chance, diese beiden Punkte gut zusammenzubringen? Und was bedeutet das für dich? Ja, selbstverständlich sehe ich eine Chance, diese beiden Punkte zusammenzubringen. Ich glaube sogar, dass es unsere Pflicht ist, aber vorweg vielleicht, Bernd, wenn ich das beantworten kann. Mir war es ganz persönlich ein Bedürfnis, bei dieser Europawahl zu kandidieren, und ich habe mich tatsächlich dann entschieden, als ich diese ganzen Meldungen im Fernsehen mitbekommen habe, wo der Herr Innenminister davon gesprochen hat, dass die Mutter aller Probleme doch die Migration sei. Und ich gehöre nun wirklich zu den Genossinnen und Genossen in der Partei, die nicht gerne auf ihren Migrationshintergrund reduziert wird, weil ich viel mehr bin als Migrantin. Doch mir war es ein Bedürfnis, in dieser Zeit zu sagen, okay, ich glaube, ich kann auch mit meiner Biografie, mit meiner Person, allein mit meinem Erscheinungsbild einen Kontrapunkt setzen zu den Rechten, und das ist mir wichtig. Und darüber hinaus ist es so, dass ich als Gewerkschafterin natürlich die soziale Frage in den Vordergrund stellen möchte. Bei der Europawahl, wir haben 112 Millionen Menschen in der EU, die von Armut betroffen sind. Jeder Fünfte ist von Altersarmut bedroht. Die Wohnungslosigkeit steigt. Im Gesundheitsbereich gab es Liberalisierung, die zu Verschlechterungen geführt haben, und dagegen wollen wir ein Zeichen setzen. Und ich, gerade als Gewerkschafterin, bin eigentlich sehr traurig darüber und eigentlich sogar mehr als nur traurig, wütend darüber, dass die EU in den vergangenen Jahren es ja sogar unterbunden hat, dass im Rahmen der Vergabepolitik zum Beispiel tarifpolitische Standards durchgesetzt werden können. Da hat die EU eine schlechte Rolle gespielt. Und mir ist es ein Ansinnen, tatsächlich auch im Vergaberecht zu verankern, dass Tarif politische Standards reingehören. Die Europäische Union ist in der Krise. Man hat das Gefühl, es gibt nur ganz wenige Bereiche, wo die Regierenden innerhalb der EU noch miteinander kooperieren. Es ist vielleicht ganz einfach die Abschottung und die Aufrüstung. Und ihr, es ist natürlich ein Zustand, der für Linke nicht haltbar ist. Und ihr seid dran an das Thema Verteidigungsfonds. Ja, genau, die Europäische Union und ihre Regierenden sind häufig in der Krise, das haben wir auch schon besprochen, aber umso selbstbewusster können wir als Linke auch in die vor uns liegende Wahlauseinandersetzung gehen, und eines der Themen, was dabei hoffentlich eine große Rolle spielt, ist der sogenannte Europäische Verteidigungsfonds. Worum handelt es sich da? Die Planungen sehen derzeit vor, dass in den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, also in dem Budget der Europäischen Union, das erste Mal eine Budgetlinie eingespeist wird, die heißt Europäischer Verteidigungsfonds. Damit sollen Rüstungsprojekte, Rüstungstechnologien und Militärforschung betrieben und finanziert werden. Das hat nach Ansicht meiner Kollegin Sabine Lösing und mir gegen geltendes europäisches Recht verstoßen, und wir wollten da sicher gehen, dass das auch so ist, und haben den renommierten EU-Verfassungsforscher und Rechtsexperten Andreas Fischer-Lescano befragt, ob das so ist, und eine Studie bei ihm in Auftrag gegeben, und ganz eindeutig kommt er in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass nach Artikel 41 des EU-Vertrages die Gründung dieses Europäischen Verteidigungsfonds gegen geltendes europäisches Recht verstößt, und das werden wir nicht hinnehmen, weil die Gelder, die dort in militärische Aufrüstung investiert werden sollen, aus den sehr sinnvollen Sozialfonds und Struktur- und Regionalfonds abgezogen werden sollen. Und das ist eine völlig falsche politische Weichenstellung, die da vorgenommen wird, und ich hoffe, da meine Kollegin Sabine Lösing und ich leider nicht klageberechtigt sind in dieser Frage, dass die Bundestagsfraktion sich dazu aufrafft und eventuell diesen Weg geht und das politisch mit allen Mitteln und auch mit rechtlichen Mitteln zu verhindern versucht. Ja, Özlem, wir haben ein Europa, das immer mehr auseinanderdriftet in Arm und Reich, aber auch in ärmere und reichere Regionen. Manche Regionen werden total abgehängt. Wir haben gleichzeitig einen Steuerwettlauf der Konzerne nach unten, aber keinerlei soziale Mindeststandards und Garantien, die quasi einen Zusammenhalt ermöglichen würden. Was wären jetzt so die Kernpunkte praktisch für einen offensiven Kampf für soziale Gerechtigkeit in Europa? Also zunächst einmal finde ich es eigentlich sehr problematisch, dass wir einen riesen Binnenmarkt in der Europäischen Union geschaffen haben, ohne jegliche Regulierungsmechanismen und soziale Standards. Das ist meines Erachtens eine neoliberale Politik gewesen, die seinesgleichen sucht.
Und deshalb sagen wir als Linke auch, dass dieser Binnenmarkt so nicht funktioniert und die Verarmung voranschreitet. Und wir wollen deshalb soziale Standards fest verankert wissen. Das heißt für uns, dass wir europaweit armutsfeste Mindestlöhne brauchen, die sich auch an der Kaufkraft und auch an der Wirtschaftsstärke der Länder tatsächlich orientiert. Es ist so, dass Deutschland insbesondere ja die ärmeren Länder im Moment noch weiter in wirtschaftliche Bedrängnis bringt, weil wir ein Niedriglohnland sind, gemessen an unserer Wirtschaftskraft, zu wenig, zu geringe Löhne haben. Das heißt für mich auch, dass wir für höhere Löhne in diesem Bereich auch in Deutschland streiten werden. Für uns in Deutschland sind es 12 Euro, haben wir ja gehört. Und darüber hinaus gibt es verschiedene Punkte, wie dass wir Beschäftigungsprogramme fordern, wenn es Arbeitslosenquoten in den Ländern gibt, über 5%. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Investitionsoffensive innerhalb der Europäischen Union. Ich finde es eine Farce, wenn Länder, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, nicht investieren können, um wieder ihre Wirtschaft anzukurbeln, um wieder Beschäftigungsplätze zu schaffen, sondern eher noch weiter kaputt gekürzt werden müssen. Dieser Austeritätspolitik wollen wir entgegenwirken und wir wollen, dass eben auch in den Kriterien Investitionen nicht mehr ausgeschlossen werden, sondern eher noch gefördert werden müssen. Ja, ihr habt einen ersten Eindruck gewonnen. Was Schwerpunkte für uns sind, für die Europawahlen, es ist völlig klar, es gibt einen Richtungskampf. Es geht um Grundsätzliches bei dieser Europawahl. Ich glaube, wir werden einen engagierten Wahlkampf mit kompetenten Spitzenkandidaten und Kandidaten führen. Und ich freue mich schon auf den Europaparteitag der Partei im Februar. Ich glaube, dort geht es darum, ein gutes Zeichen für ein anderes soziales, ökologisches und demokratisches Europa zu setzen. Wir werden uns engagieren mit euch zusammen. Sehr gerne. Dankeschön.